Herzlich willkommen zu meinem Let's Show zu Spider-Man 2. Marvel's Spider-Man 2. Vielen Dank an Sony PlayStation für den Code. Das Spiel erscheint nämlich eigentlich erst morgen exklusiv für PlayStation 5. Wir streamen auch hier einmal rein, so wie wir es bei den beiden vorangegangenen Titeln gemacht haben, um zu erfahren, wie es denn jetzt weitergeht. Weil das Remaster vom ersten Teil und Miles Morales habe ich auf Twitch komplett durchgespielt. Und ja, hier in dem Nachfolger gibt es jetzt eben auch beide Spider-Man-Helden und Venom. Das Game hat sehr, sehr gute Wertungen bekommen. Erstmals hat das Entwickler Insomniac Games geschafft, über 90% bei den Kritikern einzuheimsen. Und ich glaube, das ist sehr verdient von dem, was ich gesehen habe. Wir bleiben mal beim voreingestellten Schwierigkeitsgrad. Unglaublich, es gibt dann noch spektakulär und zwei einfachere Voreinstellungen. Wir übernehmen auch die beliebten Einstellungen. Und besonders interessant sind natürlich noch die Grafikeinstellungen, weil das Game, ihr wisst, ne, Insomniac hat die PS5 hier auf dem Rücken, super viele Optionen wieder bietet im Bereich Raytracing und FPS. Wir lassen es mal beim Bildqualität-Modus, wiedergabegetreu, also hohe Grafikqualität mit VRR geglättet. Das soll auf jeden Fall ziemlich gut ausschauen. Und was ebenfalls gut ausschaut, hoffentlich, bin ich mit den wunderbaren Razer Hammerhead In-Ears. Denn wir werden heute nicht nur von PlayStation unterstützt, sondern auch von Razer. Die haben mir drei geile Produkte zugeschickt. Einmal eben die Razer Hammerhead Hyperspeed. Hier ist das Case mit PlayStation-Logo. Ist jetzt spiegelverkehrt, weil meine Kamera spiegelverkehrt ist. Aber alles offiziell von PlayStation lizenziert. Sieht man auch an den Verpackungen. Hochwertige Produkte. Wenn ihr also Bock habt, euch aufzurüsten, sowohl für die Konsole als auch für den PC, weil die sind multiplattform nutzbar, dann hier einmal die Empfehlung der Razer Hammerhead Hyperspeed. Da ist so ein Dongle, so ein Bluetooth-Dongle. Kannst du in die PS5 stecken, kannst du aber auch in den PC stecken. Funktioniert alles wunderbar. Dann haben wir hier noch den Wolverine Pro 2, der aktuelle sozusagen Pro-Controller von Razer, bei dem es auch die Möglichkeit gibt, den einmal wireless zu verwenden oder mit Kabel. Da gibt es hinten so einen Schalter, kannst du umstellen. Und auch der funktioniert sowohl auf der PS5 als auch auf dem PC. Und wie alle diese Pro-Controller hat er eben hier auch noch zusätzliche Buttons. Ihr wisst Bescheid, ihr kennt das. Steuerkreuz hier, richtig stabil. Hat einen guten Grip, hat auch hier austauschbare, wie nennt man das? Stick Buttons? I don't know. Gibt's auf jeden Fall noch. Habe ich hier irgendwo liegen. Zu allen Produkten, Link in der Videobeschreibung ganz oben. Und ich habe noch ein tolles Headset. Ich musste mich halt entscheiden zwischen Headset und In-Ears. Ihr wisst, ich bin eher der In-Ear-Guy. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, aber auch das Kyra Pro Hyperspeed sieht super aus. Alles natürlich auch im PlayStation 5 Design, weil es ist an die PS5 angelehnt. Absolut fein, aber ja, ich bin halt generell einfach der In-Ear-Typ. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, aber auch damit bin ich sehr zufrieden. Vielen, vielen Dank an Razer, tolle Produkte. Link oben in der Videobeschreibung, wenn ihr aufrüsten wollt, dann ist das vielleicht was für euch. Probiert's aus, könnt ihr dann immer noch zurückschicken, falls es nichts für euch sein sollte, aber einfach mal ausprobieren. Sind auf jeden Fall nice Sachen. Und jetzt geht's los mit ein bisschen Verspätung. Ich möchte kurz erklären, was passiert ist. Erstmal danke für eure Geduld. Wirklich, Dankeschön. Sind gerade keine einfachen Zeiten. Ihr wisst wieso. Ich habe nicht gemerkt, dass der Stream nicht gestartet ist, obwohl ich drauf gedrückt habe. Irgendwie hat der Stream-Schlüssel nicht gepasst und mir ist es erst im Intro vom Spiel aufgefallen.
weshalb ich dann die Save-File löschen wollte, aber ich habe aus Versehen das ganze Spiel gelöscht und musste jetzt einfach die ganzen 88 GB neu runterladen. Das ist natürlich nicht so geil. Mach die 120 Hertz an. Das geht, glaube ich, bei meinem TV-Gerät nicht. Deswegen lasse ich es lieber aus, um Probleme zu vermeiden. Aber wenn dein TV das kann, dann schalt es auf jeden Fall ein, ja. Gut, also wie gesagt, Dankeschön und auch Leandro, danke für deine Ausraster-Donations hier. Digga, was war denn da los? Alle, die Pizza lieben, machen jetzt ein Herz. Ach, okay, ihr habt euch die Zeit ordentlich unterhaltsam gestaltet. Das, glaube ich, war jetzt auch eine Stunde Verzögerung wieder. Also sorry, war halt ein dummer Fehler. Ich habe nicht aufgepasst und außerdem das ganze Spiel gelöscht, statt nur den Save. Und auch alle an die, danke an die Mitglieder, die reingekommen sind in der Zwischenzeit. Oder was geschenkt haben. Danke euch. Bobs Offs, 6 Münzen, Abend, gönnen mir beim Streamen neben Mario 3D World 100% Run, 4 Controller bereit, damit es schneller geht. Noch einen schönen Abend dir und Community. Also du zockst nebenbei. Okay, wild. Viel Spaß. Satz sowie, danke für die Mitgliedschaft. Juvian für 5 Münzen, danke dir. Mein Lieblings-YouTuber spielt mein Lieblings-Superhelden im neuen Ableger und ich kann nicht gucken, wegen Spätschicht. Der Stream bleibt online, außer ich mache da auch einen Fehler, aber verlass dich ausnahmsweise mal auf mich. Ich werde es schon irgendwie hinkriegen. It's Dan, danke für die 2,50. King Striker, ich liebe deinen Content, danke dir. Danke fürs Dabeisein und für die Geduld. Und für die ganzen Belastungen, die aktuell auf uns und den Kanal eintreffen. Wird schon wieder werden, hoffentlich. So, wie ich auf Twitter schon geschrieben habe, auch andere Mütter haben schöne Töchter. Marius Milch holen, aber Spider-Man steht bereit. Und deswegen legen wir jetzt los. Ach ja, es gibt jetzt noch eine Zusammenfassung. Die schauen wir uns natürlich an. Da werden die Geschehnisse der ersten beiden Teile nochmal in aller Kompaktheit mitgeteilt, damit wir auch direkt startklar sind. Hey Pete, ich arbeite an einer College-Bewerbung und soll etwas über mich erzählen. Sollst dich wohl eher verkaufen. Echt übel. Hast du einen Tipp für mich? Tja, etwa so. Hi, ich bin Peter Parker, bin 25 Jahre alt, habe einen Bachelor in Biophysik und bin in die tollste Frau aller Zeiten verliebt. Wie bescheiden. Wer ist die beste Journalistin in dieser Stadt? MJ. Ist doch klar. Ich versuche, einer anderen großartigen Frau nachzueifern. Meiner Tante May. Wieder sehr bescheiden. Mann. Und vor kurzem wurde ich von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte erhalten. Das kann ich doch nicht schreiben. Hey, ich taste mich langsam aber sicher ran. Ich habe meine Kräfte genutzt, um der Stadt zu helfen und Leute zu stoppen, die ihr schaden wollten. Wie mein Mentor, Dr. Otto Octavius. Sein Labor wurde von seinem alten Kollegen Norman Osborn geschlossen. Otto rächte sich und setzte eine Biowaffe frei. Zum Schluss konnte ich Otto stoppen. Aber es hatte seinen Preis. Das war ziemlich gut. Aber ich bin kein Peter Parker. Ja, genau. Du bist Miles Morales. Du bist 17 Jahre alt und gehst auf die Brooklyn Visions Academy. Was noch? Ich schätze, ich helfe meiner Mutter hin und wieder bei ihrer Arbeit in Harlem. Sie ist Stadträtin Rio Morales. Und ich mag ein Mädchen. Sie ist spektakulär und inspirierend und, wie ich finde, eine der besten Künstlerinnen der Stadt. Und ich wurde auch von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte. Ich habe vom Original gelernt, ein Spider-Man zu sein. Aber von meinem Vater habe ich gelernt, ein Held zu sein. Starb durch Martin Lees Bombe. Im Rathaus. Das Gute, das ich jeden Tag tun will, habe ich von meinem Vater. Aber es war hart. Auch mit Superkräften kann man manchmal einen lieben Menschen nicht retten. Wie sehr man es auch versucht. Ein Held ist jemand, der nie aufgibt. Und das habe ich nicht vor. Ich weiß nicht. Ich kann nichts über mich sagen, ohne Spider-Man zu erwähnen. Sicher kannst du das. Du musst nur...
fängst du keinen neuen Wurf an. Be greater together. Das ist der Slogan des Spiels. Ja, nice. Man kann, Vorsicht, Mini-Spoiler, später, das habe ich in den Reviews gesehen, mit einem Gleiter auch richtig krank durch die Stadt düsen. So Superman-mäßig, deswegen sagen einige Reviewer scherzhaft auch, yo, Spider-Man 2 ist das beste Superman-Game. Ich hoffe, wir kriegen die Ability noch heute im Stream. Wir dürfen so 2-3 Stunden spielen. Sonst strikt auch Sony. Wir sind bereit. Alles okay? Versprichst du mir was? Was du willst. Wenn das nicht klappt, schalt mich aus. ETF? Das klappt. Ich habe nicht viel Zeit übrig. Ich möchte mich verabschieden können. Ich werde dich nicht verlieren. Niemals werde ich dich gehen lassen. Warum dürfen? Naja, es ist ja noch einen Tag vor Release und ich kann verstehen, dass PlayStation natürlich nicht möchte, dass das ganze Game schon vorher irgendwo zu sehen ist. Deswegen 2-3 Stunden mehr nicht. Diese Glocke hat ihren Sinn. Setzen Sie sich. Ihr sollt das Game ja auch selber enjoyen. Wir wollen nur einen Ersteindruck geben. Guten Morgen, Klasse. Heute dürfen wir einen neuen Lehrer begrüßen. Hi. Mein Name ist Mr. Parker. Und heute ist unser Glückstag, weil das hier die Physikstunde ist und Physik ist der Hammer. Wissen Sie, wie einige Insekten und Vögel, Reptilien einfach über einen Teich laufen können? Stichwort Oberflächenspannung. Ich muss mal! Okay. Als ob er einfach so gehen darf. Bei Oberflächenspannung geht es um Bindekraft. Das war bei mir in der Schule immer übelste Diskussion. Oberflächenspannung, Gamma, ist die parallel zur Oberfläche einer Flüssigkeit angewendete Kraft. F dividiert durch die Länge L der Linie, auf die die Kraft einwirkt. Kann jemand... Ich bräuchte mal Hilfe. Mr. Morales, richtig? Können Sie das wirklich nicht alleine regeln? Bestimmt. Okay, klasse. Lesen Sie Kapitel 4 oder 5 oder irgendwas. Miles, ich brauch diesen Job. Wenn die Direktorin zurückkommt und ich weg bin, werd ich gefeuert. Ich weiß, aber das musst du sehen. Geile neue Frisur hat er, finde ich. Marco, warum heute? Ich bin sowas von gefeuert. Chillig. Let's go. Direktorin Evans hasst mich schon, weil ich heute Morgen zu spät kam. Bro, ich hab gesagt, komm pünktlich. Schon okay. Wir sind ruckzuck zurück. Gut. Ich hab noch einen Beratungstermin wegen meiner College-Bewerbung. Oh, dein Aufsatz ist fertig? Nicht mal angefangen. Oh, dann nichts wie in die Stadt.
kümmern wir uns schnell um Marco. In 2 Stunden ist das Spiel erhältlich. Ja, in der Theorie ist natürlich in 2 Stunden Release, aber ich glaube, du kannst verstehen, dass ich jetzt nicht noch mehr Stress möchte, als ich ohnehin schon habe. Mit den japanischen Kollegen. Ihr solltet schnell nach Downtown. Von Nintendo. Hat dich Jameson für den Bugle hingeschickt? Unfassbar, dass JJJ dein neuer Boss ist. Die neue Leitung ist echt spitze. Den hast du ganz bald im Griff. Was ist mit Marco? Den habe ich seit Jahren nicht gesehen. Zeugen sahen, wie er über den Broadway rannte und Unsinn schrie. Er wirkte wütend und paranoid, wahnhaft. Er ist einfach explodiert. Mann, hoffentlich können wir ihn beruhigen. Solche Kontrollverluste habe ich schon gesehen. Pass auf. Gut, dass es jetzt 2 Spider-Man gibt. Viel Glück. Danke, MJ. Wir könnten hier unsere 9 Tüfteleien nutzen. Unmöglich. Das sind Prototypen. Nicht mal getestet. Du hast die doch dabei, oder? Kein Kommentar. Außerdem habe ich heute Nacht wegen den Problemen nicht geschlafen. Musste auch ein bisschen mit USA telefonieren, also so lange kann ich nicht streamen. Muss mich erstmal wieder ordnen. So, was geht hier eigentlich ab? Für Bombe ist das hier irgendwie zu neblig. Und zu groß, das Areal. Was war das? Achtung! Oh shit! Alles okay? Ja! Ich glaube, wir haben ihn! Marco! Ach! Ist das der Sandman aus dem 3. Film? Ist das Sandman? MJ hatte recht. Wir müssen ihm helfen, bevor er sich verletzt. Oder andere. Gib ihm. Hat er etwa Hunger? Der Große braucht einen Snack. Der Arm sieht gefährlich aus. Ausweichen. Wie ist der Plan? Lenk ihn ab. Ich hab die Idee. In your face. Nice. Oh Mist. Grafik sieht komisch aus. Warum? Wie wär's mit Yoga? Dadurch, dass es PS5 exklusiv ist, sieht es natürlich noch mal besser aus als die vorherigen Teile. Ist wohl mehr der Pilates-Typ. Das war die Idee? Hab nie gesagt, dass sie gut ist. Das sollte ein normaler Tag sein. Musikunterricht, peinliche Gespräche im Lehrerzimmer. Ach du Kacke. Nehmt die Treppe, Leute! Rett ihn! Spider-Man! Eine Lieferung für dich! Heiß und fertig! Bin da! Alter, warum springt er nicht einfach aus dem Fenster? Hab ihn! Ah ja. Man stell dir vor, das ganze Gebäude stürzt ein. Oder so, noch schlimmer. Okay, gib ihnen! Hab ihn abgesetzt! Nachdem er auf meinen Anzug gekotzt hat! Ein Einzelfall! Sandman hat noch ein paar Freunde ausgekotzt! Was zum? Also ich finde, das sieht super aus jetzt hier mit dem Sonnenschein und dem Sand. Inszenierung top, ja, war immer schon top. Insomniac Games enttäuscht eh nie. Die werden halt wirklich immer besser und besser. Muss man sagen. Schöner Konter. Komm, beide. Ah, schade, nur einen erwischt. Mr. Parker? Tut mir leid, wer ist da? Direktorin Evans. Natürlich, oh je. Direktorin. Alle Schüler haben die Klassenzimmer evakuiert. Wo sind sie? Mr. Parker? Ich bin einkaufen. Marlene, danke für 2 Münzen. Etwas im Auto vergessen! Mega wie ein Kinofilm. True. Oh yeah. L1 und Quadrat für Schlitzen. Greife an und verteidige, um Fähigkeiten wie
Spider-Sperrfeuer aufzuladen. Bei voller Aufladung können sie erneut eingesetzt werden. Ja, nice. Das klappt? Ich meine, ich bin gerade auf dem Weg. Sollte man dann aber vielleicht auch eher für den Notfall aufbewahren. Das klingt nicht so gut. Oh, verdammt. Da ist er. Alter, wie krass. Das gibt mir richtige Turtles-Vibes. Wie läuft's bei dir? Miles? Anruf von Direktorin Evans. Oh Mann. Lieg ich von der Schule? Hey, du spinnst doch nur. Ich hab während eines Notfalls. Schau mir in die Augen. Das gibt Ärger. Nimm dein Gesindel zurück. So war das nicht gemeint, Digga. Diesen Namen hasse. Ich weiß, du bist sauer auf mich. Das hat nichts mit dir zu tun. Lass mich in Ruhe. Ich will dir helfen. Aber zuerst wird es wehtun. Ehre. Wen mögt ihr eigentlich mehr, Peter oder Miles? Lass mich gehen, sonst bist du tot. Er hört nicht zu. Wir müssen eins drauflegen. Wie? Er hasst Wasser. Seine Schulter ist schon nass. Elektrizität mag er dann sicherlich auch nicht so. Du hast es geschnallt. Venomschlag. Sehr gut. Aber wir brauchen mehr Wasser. Ich schieß mit Netzen und lad mich auf. Jetzt lasse ich erstmal das Wasser laufen. Ah, voll in seinen Sandstrahl. Ah, es ist sehr ausgeglichen. Sowohl Miles als auch Peter haben viele Fans. Ich muss sagen, ich würde... Ich würde mit Miles gehen. Ich mag den noch ein bisschen mehr irgendwie. Voll der krasse Tutorial-Boss. Und wie geil das auch einfach aussieht. Halt richtig wie in einem Marvel-Film, ne? Digga, hast du dein Wasser jetzt mal beisammen? Bin dabei. Jetzt kann ich nah ran. Und gib ihm. Hat hier jemand Wasser bestellt? Ah, sehr gut. Nächster Venom-Schlag. Einfach anderer Stadtteil. Alles okay? Ich arbeite dran. Ey, war das gerade eine Anspielung an Spider-Man 2? Also dem Film? Mit dem Zug? Ich dachte, du wärst weg. So schnell wirst du mich nicht los. So ein bisschen? Schon, oder? Genki, bist du da? Alter, wie krass. Ich weiß. Pass auf. Wir brauchen viel Wasser bei der Broad Street. Ich checke das Netz. Pass auf, Alter. Auch, Mr. Parker. Ah, schlag doch zu. Moment, was? Jo, ihm fehlt schon der halbe Arm. Yankee weiß alles. Außerdem waren wir vorhin echt auffällig. Die Begabtenschule war echt die falsche Wahl. Boah, ich muss weiter rauf, ich muss weiter rauf. Drecksack. Das war knapp. Es funktioniert, jetzt bloß nicht nachlassen. Schade. Komm, noch ein paar Netze, dann haben wir ihn. Sehen wir, der Sache jetzt.
im Sand haben? Gut. Einfach menschliche Schleuder. Ist so. Aber wo ist jetzt das Wasser? Ohne das Wasser können wir nicht finishen. Zeit für den Wetterbericht, Spider-Man. 100% yes. Regenrisiko. Gut. Genau da wollen wir ihn haben. Da hilft auch kein Zahnarzt mehr. Der Wasserpark auf dem Madison Building sollte funktionieren. Wir reden hier von 40.000 Litern. Okay, danke, Genki. Ihr hättet wegbleiben sollen, Spinnen. Als ob der noch nicht besiegt ist. Ist der immer noch da, wo wir ihn haben wollen? Nein. Vielleicht war ich dazu voreilig. Und der wird definitiv größer. Boah, und der wird auch schneller. Trotzdem, wir haben ihn noch nicht erwischt. Yes. Gut, 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 gut. Neustart. Spider-Man? Ich wollte nur ein normales Leben. Wie alle. Das geht so nicht, Marco. Für jemanden wie mich geht es nur so. Oh nein. Das Gerät aus der Kontrolle! Pete, was passiert? Bin draußen gelandet. Kletter wie es einfach immer weitergeht. Der Wassertank ist die einzige Chance. Oh, das war schön. Da haben wir jetzt richtig aufgeräumt. Geil. Schön nass gemacht. Double Kill. Venom Schlag ist ready. Aber ich warte mal. Gib ihm erstmal den hier mit. Komm wieder. Bleib drinnen! Hat wohl zu tun. Ohne diesen Wassertank sind wir morgen noch hier. Ja! Was war das denn? Achso, das war scripted, oder? Das ist dein Fokusbalken. Wenn du einen vollen Fokusbalken einsetzt, kannst du Heilung durchführen. Füll deinen Fokusbalken, indem du angreifst und verteidigst. Digga, das hat mir so unnormal viel Damage gemacht. Immer weiter, Miles. Alles klar. Wie erwartet ein furioser Beginn? Ich warte nur. Sehr, sehr gut. Das ist doch möglich! Jetzt ist es zu spät. Oh Mann! Kann denn niemand die Feuerwehr rufen? Die hat wenigstens genug Wasser. Finisher sind verheerende Angriffe, die mindestens einen vollen Fokusbalken kosten. Bau Fokus auf, indem du Gegner angreifst oder halt ausweichst. Warte, wie setze ich den Finisher ein? Welche Kombination? Okay. Stabil. Warum baut Marco nicht einfach Sandburgen? Venom Schlag! War, alles okay? Ich bin bei Pete. Ich weiß, ihr seid in allen Nachrichten. Ich bin unterwegs nach Downtown, um die Hilfe zu koordinieren. Deckt Genki dich in der Schule? Ja, aber ich hab noch einen Beratungstermin und die Direktorin denkt, dass ich... Ich kann mit deiner Direktorin reden, aber New York braucht dich jetzt. Du bist die Coolste. Und bitte, sei vorsichtig. Jetzt schon schwieriger als ein Super Mario Bros. Wonder Boss. Ja, also Real Talk. Das Game ist so gut, aber die Bosse, Bruder, was ist das? Die sind halt richtig, richtig bad. Wenn ich da jetzt schneller gewesen wäre, glaube ich, hätte ich alle nass machen können. Hat nicht so ganz hingehauen. Wieso bin ich jetzt durch den durch? Achso, weil wenn die versteinert sind, dann sind sie auch direkt tot. Gut. Die
Die Feuerwehr ist Milch holen. Zurzeit sind viele Milch holen, glaube ich. Ich erkenne einen Trend. Irgendwann bin ich auch Milch holen. Das Spiel ist ganz schön schnell. Ja, also es beginnt ein bisschen schneller als die anderen Teile, aber I like that. Du machst es nur noch schlimmer für dich, Marco! Ist mir egal. Unfair. Alter, kann der jetzt endlich mal sterben? Ich komme. Ich würde meinen Aufsatz lieber darüber schreiben. Damit könnte ich auf jedes College. Oder Spider-Man könnte. Okay. Oh, jetzt bräuchte ich einen Venom-Schlag. Pass auf. Oh, auch gut. Stabil. Jetzt gehört er ihm. WTF. Hey, sorry. Hab ich was verpasst? Wer will mich fressen? Dann geben wir ihm lieber was zu trinken. Haben wir es geschafft? Oh, kommt der Gleiter? Den Anzug hatte Macken, aber wird schon schief gehen. Ja, so früh schon. Die Netzflügel, sie fliegen. Das war's noch nicht. Marco ist am Strand von Pier 4. Wenn er an den ganzen Sand kommt, ist er wohl gerade. Ich brauche dich sofort, Miles. Ja, ich sehe ihn. Bin hinter dir. Jetzt zieht sich der Boss aber schon ein bisschen, auch wenn es mega geil inszeniert ist. Irgendwann ist gut. Worauf habe ich mich eingelassen? Kein Bock mehr auf Sandman. Beruhige dich, Marco. Unschuldige Menschen sind in Gefahr. Du sorgst dich um sie, aber nicht um mich. Wo willst du es wissen? Marco wollten sie nicht hören. Als Sandman ignorieren sie nicht. Als ob. Miles, genau der. Kämpfen wir zusammen? Irgendeine Idee? Kurz Superman geworden. Naja, sag ich ja. Das Game ist das beste Superman-Game ever. Die Klasse ist wieder vereint. Holy shit. Nutze einen vollen Fokusbalken, um entweder eine Heilung oder einen verheerenden Finisher auszuführen. Unterricht! Markus Sturm erzeugt eine Menge Elektrizität! Ich entscheide mich für den Finisher. Was passiert mit der Oberflächenspannung von Sand, wenn man die Spannung erhöht? Wobei ich auch tatsächlich gar nicht mehr so viel Leben habe, ne? Wie bei den Minis. Eins plus! Wenn du genug Energie hast, schieße ich sie direkt auf ihn! Spider-Sperrfeuer gegen zwei wäre gut. Okay, eineinhalb. Jetzt werde ich mich dann aber doch mal heilen. Ach, das füllt 50% auf? Nice. Oh, ich sehe auch gerade, man kann ab und zu mal herumfliegende Trümmer spannen und dann auf die Gegner schleudern. Oder hier, den Wassertank. Ja, perfekt. Irgendwie ist das Gameplay intuitiver als in den ersten beiden Teilen, obwohl es sich vom Prinzip her gleich anfühlt. Ich weiß gar nicht, warum. Aber irgendwie komme ich sogar besser klar.
Kannst du nicht richtig erklären. Weiß ich nicht, woran es liegt. Aber sehr gut. Jetzt oder nie, Spider-Man! Auf geht's! Okay. Warum gibt ihr nicht einfach auf? Ach, jetzt können wir auch die Netzflügel benutzen. Wir müssen nicht immer mit unseren Netzen voranpreschen. Alles klar. Digga. Wie oft noch? Habt ihr denn keine Isolierrüstung? Fragt mal Link. Ich muss schon sagen, die Textur bzw. das ganze Boss-Modell von dem Sandman sieht so geil aus. Und auch generell richtig krankes Effektfeuerwerk. Das wäre so auf der PS4 nicht gegangen, behaupte ich. Ich hab Sand. Überall. Überall? Beweis. Hase der Killer, danke für die Mitgliedschaft. Willkommen. Marco, alles wird gut. Gut ging es mir. Schon lange nicht mehr. Wenn du Hilfe benötigst, musst du nur fragen. Ihr seid diejenigen, die Hilfe brauchen, wenn sie euch holen kommen. Alles klar, Digga. Uns holen? Also ein bisschen gezogen hat sich das jetzt schon, aber es war dennoch geil. Oh, vor 6 Monaten. Dschungel einfach. Der Endboss dann 10 Stunden lang. Halbe Tomb Raider jetzt. Das Alter macht dich langsam, Sergei. Oder Far Cry. Das wirst du nicht erleben. Ich beschatte dich seit Stunden. Du hast nichts gemerkt. Erbärmlich. Rip. Ihr habt mich klar ausgedrückt. Eine Beute, die mir gewachsen ist. So, wie wäre ein neues Jagdgebiet? Entfacht das Feuer. Die große Jagd beginnt. Kraven the Hunter. Das war das Intro zu Marvel Spider-Man 2. Ciao. Nein, wir machen natürlich noch weiter. Aber ich fand's gut. Klein wenig gezogen, wie gesagt, der Kampf gegen den Sandman, aber es war super geil inszeniert. Die Brustbehaarung. Willst du mal meine sehen, Kappa? Die App spinnt. Pete, siehst du das? Ja.
Oh, stimmt. Was, was auch insane geil in dem Spiel sein soll, ist das Travel-System. Geschafft. Du bist sicher. Das soll richtig krank von der SSD Gebrauch machen. Hey, Genki? Ich weiß, ich weiß. Die ganze Telekommunikation liegt lahm. Was passiert mit eingehenden Meldungen? Die kommen in die Warteschlange, aber... Warte. Ich probier mal was. Mach schnell. Wann Baldur's Gate 3 direkt Let's Show? App-Ausfall gab's einen Hilferuf. Das Genre ist nicht meins. Ist halt schon eher Nische. Also sicherlich gut, aber ist, ja, bin unterwegs. Ist nicht für mich. Punktsprung? So ein Chaos. Ah. Marco, chillig. Was ist in dich gefahren? Gefunden. Ich komme. Sekunde. Ja, Raytracing ist, soweit ich weiß, in allen Modi dabei. Danke. Halt schwächer dann, wenn du nicht im Fidelity spielst, aber ist immer dabei. Da ist die Feuerwehr, ja. Bisschen spät. Ein Wunder, dass das Handy noch heile ist. Muss ein Nokia sein. Die Wache da vorne rief uns an, doch die Verbindung ist abgerissen. Wir müssen durch und reagieren. Bin dran, Chief. Soll ich die so ziehen? Alles klar. Mr. Parker, ich brauche Hilfe, um die App wieder online zu bringen. Was brauchst du? Das Dach an der Ecke von Worth und Lafayette. Wie ist der Plan? Die Telekommunikation wird noch stundenlang lahmgelegt sein, also erzeugen wir unser eigenes Netzwerk. Keine leichte Aufgabe. Wie lange planst du das schon? Ich träume seit der 7. Klasse davon, aber planen? Ah, seit 2 Minuten oder so. Ich würde sagen, wir gleiten mal ein bisschen, oder? Zum nächsten Ziel. So awesome. Und vor allem auch richtig schnell. Was ist das für ein Zeug? Ein neues Startup führt hier eine Umweltstudie durch. Der Starter ist für Wettersensoren in großer Höhe. Insane. Und dieses Startup. Das ist wirklich big. Klar. Hab den Boss gefragt. Super netter Typ, der Spider-Man liebend gerne helfen will. By the way, ich finde die Razer Hammerhead, die sitzen einfach besser als die AirPods. Bei den AirPods muss ich häufiger so irgendwie korrigieren, aber die sitzen einfach wie Korken. Voll geil. Okay, was soll ich tun? In deinen Netzschießern ist doch ein 3D-Drucker eingebaut. Du musst schnell etwas bauen. Hab dir die Pläne geschickt. Sind da. Wirst du einen WhatsApp-Kanal öffnen? Ich habe mitbekommen, dass es da irgendwas Neues gibt, aber mich noch nicht informiert. Wir spionieren niemanden aus. Oh nein, alles mit Zustimmung. New Yorker schicken Nachrichten über die App, die an diese Drohnen geleitet werden. Ich nenne sie fokussierte Relais-Nachbarschaftsdatenpunkte. Aber ist das nicht irgendein Trash, den eh keiner nutzt? Habe ich gerade einen Freund gemacht? Hast du? Haha, mein Ich aus der 7. Klasse war so cool. Okay, also, wie kriegen wir das in die Luft? Es gibt jede Menge störenden Datenverkehr. Ich habe einen Weg auf dem Visier markiert. Dann ist das Signal klarer. Warum kann ich das nicht steuern? Ach so. Oha. Oh. Das lokale Netzwerk müsste gehen. Ich benachrichtige die App-User. Die Meldungen müssen jede Minute eintrudeln. Wir haben es geschafft. Wieder am Werk. Nur du kannst da reinschreiben. Ist das einfach eine Kopie von diesem Instagram-Kanäle, was sie vor kurzem gelauncht haben? Das hört sich genauso an. Vor allem
Sieht man dann nicht meine Nummer? Ich muss mich mal informieren, vielleicht mache ich es, aber es hört sich eigentlich nach unnötigem Trash an. Fertigkeitenbaum öffnen. Du wurdest hochgestuft und hast einen Fertigkeitspunkt verdient. Du kannst Fertigkeitspunkte ausgeben, um neue Angriffe und Moves zu erlernen. Geil. Das ist der gemeinsame Fertigkeitenbaum. Er enthält Fähigkeiten, die beide nutzen können. Oh. Jeder Held besitzt außerdem einen einzigartigen Fertigkeitenbaum. Navigiere zu Peter. Oder halt zu Miles. Aber ich glaube, jetzt bei dem Beispiel sollen wir zu Peter. Spider-Peitsche. Ein Angriff, der mehrere Gegner in einem Luftkampf hochschleudert, ist ausgewählt. Gib deinen Fertigkeitspunkt aus, um diese Fertigkeit zu kaufen. Ich werde gezwungen. Na gut. Ja. Dann müsste jeder die Handynummer kennen. Das ist ein Scheiß. Nein, dann ist es absolut useless. WhatsApp hat jeder, Instagram nicht. Ja, gut, aber... Also, Instagram hat auch fast jeder. Folgt mir da. Ich guck mal. Verdiene EP, steige auf und erhalte zusätzliche Fertigkeitspunkte, indem du Missions abschließt oder Gegner besiegst. Yes. Macht Sinn. Okay. Da, eine Verbrechensmeldung. Warte, haben wir eigentlich auch wieder von Anfang an ein paar Suits? Wo kann ich die überhaupt einstellen? Ich sehe hier eigentlich keine Möglichkeit dazu. Wo ändert man die Suits? Weiß das jemand? Muss ich jetzt das Verbrechen machen? Weil es ist halt keine Main-Quest. Na los, auf geht's. Vielleicht doch. Nein, die Handynummer sieht man nicht. Discord reicht. Ja, stimmt. Also, ihr könnt auch dem Discord joinen. Macht vielleicht mehr Sinn. Er ist hier. Zerquetschen. Ey. Wachendiebstahl? Das ist nicht so gut gelaufen für ihn. Halt dich an den Plan. Das war's für dich, Spider-Man. Wer gründet bitte einen Waffenclub in der Stadt? So dumm. Gleich mal Spider-Peitsche ausprobieren. Ich werde eine Petition starten, damit die Waffenclubs durch was Besseres ersetzt werden. Das war Spider-Peitsche? Wie einem Club für Komplimente. Die schaden niemandem und sind umsonst. Zum Beispiel. Ja. Du kannst echt gut einstecken. Gut gemacht. Hey, das klingt echt gut. Weniger Waffen, mehr Komplimente. Als ob diese Waschlappen so viel aushalten, Junge. Jo, danke für 6 Münzen, aber guck bitte einfach in den Community-Tab, da ist ein Statement. Auf meinen Kanal gehen und dann auf den Tab Community, da steht alles. Alternativ Twitter. Danke für 52 Monate, Jerry. Ehre. Alter, haben die jetzt viel ausgehalten? Hätte ich gar nicht gedacht. Wollten das Sandchaos in der Stadt ausnutzen. Wüsste ich doch nur, was mit Marco war. Soll der so aussehen? Heißen wir sie willkommen. Spidey-Style. Habt ihr gesehen, wie verbogen der war? Das war ein bisschen wild. The fuck? Verhindere Verbrechen, um Technikteile zu verdienen. Diese Teile kannst du für die Herstellung starker Upgrades ausgeben. Welche denn?
Ach so, damit kannst du dann Netzschieße und so verbessern. Offenbar auch den Flug. Du hast den Höhenflug erhalten. Besiege Gegner für die Chance, einen Geräteschuss zu verdienen. Alles klar. Genick gebrochen. Nicht nur das Genick. Da waren mehrere Sachen gebrochen. Das sah wirklich krass aus. Ist das jetzt alles schon aktiviert? Weil da ist immer noch so ein Ausrufezeichen. Deswegen bin ich irritiert. Ach nee, ich glaube, das will mir einfach nur anzeigen, dass wir neue Optionen haben. Auch wenn ich nicht weiß, was hier gemeint ist. Achso, wobei. Wo ist das zu finden? Kann ich mir wohl anzeigen lassen. Verbrechen. Auch keine Ahnung. Hä? Du bist uns im Weg. Ja? Eine meiner Superkräfte. Oh, come on. Höhenflug. Ah, jetzt können wir es gleich nutzen. Leute, meine App ist noch down. Ich weiß, ich arbeite an einer Lösung. Gib mir eine Minute. Ich melde mich. Oh, voll die krasse Drohne. Aber auf mich ist. Manchmal sind Stress und Wut Geschwister. Halt einfach nach Notfällen Ausschau. Bist du jetzt etwas wütend? Bin ich nicht weit. Nur konzentriert. Sagt Mom auch immer, wenn sie wütend ist. Komm schon. Wie lange kennen wir uns jetzt? Hast du mich je wütend erlebt? In den anderen Teilen gab es auch so eine Art Drohne. Ich fand die immer sehr, sehr strong. Aber die ist einfach noch stärker. Ich war nicht wütend auf dich, sondern auf das Universum. Sehr nice. Das waren 199 gebrochene Knochen, ungefähr, ja. Schade, dass der nicht mehr da ist. Ich hätte mir das gern nochmal von der Nähe angeguckt. Aber das sah so lustig aus. Oh, Vorsicht, der schießt, der schießt, der schießt. Du kriegst jetzt den Finisher, du Drecksau. Er hat drum gebettelt. Erstmal Handy checken. Nach links wischen. Okay, die neue App wird kompiliert. Ich dachte, wo wir schon dabei sind, können wir sie auch upgraden. Wir brauchen nichts Besonderes. Wir müssen nur die Bürgermeldungen sehen. Absolut. Während des Updates sollten wir das Netz ausweiten. Melden wir uns bei Miles. Okay. Da drüben. Sie konnte kaum atmen. Der ist voll schmutzig. Mike, hast du zu tun? Was brauchst du? Geh auf das Dach des Gebäudes in der Nähe. Aufgeladener Sprung. Ja, wieder noch? Achso, einfach loslassen. Okay. Jo, du klangst vorhin gestresst. Alles okay? Ja, ist bloß gerade viel los. Ich hab Hunger und der Automat hat nur noch diese öden... Welcher Spider-Man ist das? Das ist Miles Morales, der andere ist Peter Parker. Halb so wild. Also, ich gehe endlich dieses App-Upgrade an. Ich brauche nur noch ein bisschen Hilfe von meinen Friends. Weil es gab ja auf der PS4 den ersten Teil, Marvel's Spider-Man. Und das kam dann auch nochmal als Remaster für die PS5 raus. Und es gab Spider-Man Miles Morales, kam zum Launch, glaube ich, der PS5. Ja, und das ist jetzt eben der gemeinsame Nachfolger. Der sollte mal duschen. Schon ziemlich schmutzig, ja. Er kann auch gleiten, oder? Ja. Alright. Wir müssen aber da hoch. Irgendwo. Okay, bin da. Es sollte dort irgendwo einen Starter geben.
Hier ist nichts, was wie ein Starter aussieht. Vielleicht unter dem Sand? Hat jemand eine Schaufel? Als ob. Okay, ich sehe den Starter. Was jetzt? Du wirst einen Friend drucken. Sollte man die Games gespielt haben? Ja, vor allem Miles Morales dauert auch gar nicht lang. Das ist ein super knackiges Game. Hat mir viel Spaß gemacht. Der erste Teil ist auch gut, aber ich fand Miles Morales, gerade weil es so knackig war, nochmal besser irgendwie. Kann man sich auf jeden Fall geben. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was soll ich machen? Aha. Jetzt kapiere ich's. FRND. Lass mich raten. Freundliche Relais-Netzwerkdrohne? Nah dran, aber ist auch egal. Was zählt ist, dass sie raumzeitlich korrelierende Signale nutzt. Berechnungen in der Luft? Du bist ein Genie, Genki. Ach, du. Ich habe einen Weg für die optimale Netzwerkstabilität markiert. Folge ihm, damit das Signal stärker wird. Ich frage mich, wann wir was Neues zu Marvels Wolverine erfahren. Ja, ich auch. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Das interessiert mich. Okay, lokales Netzwerk ist verbunden. Aber Spider-Man hatte halt jetzt erstmal Vorrang. Wahrscheinlich kommt das dann als nächstes. Verbrechensmeldung. Alles klar, bin unterwegs. Yo, vielen Dank für 10 gegiftete Mitgliedschaft an Synthiado. Danke, danke, danke. Ehre, Kuss, 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 Dankeschön. Gingen, glaube ich, an Gio, Lukas, Laura CS, Leuna, Ryoken, Sinna, unter anderem. Danke dir. Alter, das Gleiten ist so ein Game-Changer. Schaut euch das mal an, wie schnell man damit ist. Crazy. Laut den Jungs ist Spider-Man im Waffenclub. Wir müssen verschwinden, bevor er hier ist. Hey, Hilfe gefällig? Tom Holland, Andrew Garfield oder Tobey Maguire? Das werdet ihr jetzt, wenn ihr jünger seid, alle nicht fühlen, aber für mich ist der Beste immer noch Tobey Maguire. Vorne gibt's einen Schlüsseldienst. Dann Tom Holland. Ist doch übertrieben. Garfield hat's nicht schlecht gemacht, aber ist trotzdem der Drittplatzierte. Führe ein perfektes Ausweichmanöver aus, wenn dein Spinnensinn rot ist. Um auszuweichen und automatisch ein Netz auf den Angreifer zu schießen. Alles klar. Mausius, Alter, danke für 20 Münzen. Habt euch dich selbst mit LPs begonnen. Bitte hör nicht auf, Videos hochzuladen. Liebe geht raus an dich und die Community. Viel Spaß und danke dir für den Support. Hoffentlich bei dir nichts gesperrt. Miho, geht es dir gut? Ja, Ma. Und bei dir? Sie. Als ob jetzt die Mutter anruft. Gloria in Downtown bei Feast. Oh, hast du schon Mr. Sumida getroffen? Nein. Worüber haben wir geredet? Spider-Man bringt dich nicht ins College. Gut gemacht, Ma. Versprochen. Muss los. Das war's für dich, Spider-Man. Oh. Es reicht. Zeit für die schweren Geschütze. Was war das denn für eine Kombination? Ich habe einfach nur den Finisher aktiviert. Geil, Mann. Spider-Man wirft mit Sachen. Das klingt irgendwie so voll dumm, wenn die das einfach so sagen. Lieblings-Spider-Man-Film? Also ich fand den letzten, wo sie alle drei beisammen waren, super strong. Und ansonsten von den älteren... Ja, schon der erste und der zweite. Ich denke, der zweite nochmal mehr.
Stimmt, No Way. Oder, nee, wie hieß der? Nee. Da, wo sie auf Urlaub waren. Den fand ich auch unterhaltsam. Weiß grad nicht, wie der heißt. Aber die besten würde ich schon sagen, so der aktuelle und der zweite. Pariere erst kurz vor einem Nahkampftreter, um den Gegner ins Wanken zu bringen. Eine frühe Parade ist weniger effektiv. So, mit L1. Ich habe X gedrückt. Könnte ich in Physik abstrakte Gleichungen für hypothetische Situationen lernen? Leg ihn um! Schön. So muss das sein hier. Was war das? Irgendwie haben wir beide das Kontern versaut. Trotzdem hatte er dann den längeren Hebel erwischt. Okay, komm her. Yes, hab ich dich. Stark. Okay, wir schaffen es. Erschieß die Spinne. Wenn im Schlaf haben wir auch noch. Wollt ihr ihn haben? Ihr könnt ihn haben. Eingesponnen. Er macht das nicht gerade gut. Far from home. Ja, genau. Der war auch gut. Unsinnig fand ich den mit dem Elektroman so. Also das Finale von Andrew Garfield. Allerdings war die finale Szene unerwartet. Also habe ich nicht kommen sehen. Das war wiederum gut an dem Film. Aber den Bösewicht, die Aufmachung, mochte ich nicht so. Okay, hab die App aktualisiert. Check das mal. Discord-Link ist abgelaufen. Dann auf meinen Linktree gehen. Oder auf dem Kanal, da habe ich es auch nochmal verlinkt. Direkt auf dem Kanal unter Links. Oh, coole Sache. Es gibt eine neue Anfrage. Mhm. Gute Arbeit mit der App, Genki. Das wird vielen Leuten helfen. Danke. Miles, erledigen wir diese Anfragen und dann ab in die Schule. Kann ich schon die Schnellreise nutzen? Weil ich würde das gerne einmal zeigen, wie krank gut die ist. Nee, ich glaube nicht. Schade. Ich hoffe, ich kann es noch zeigen. Das sah so wild aus in den Reviews. Ja, ich wünsche deinem Mann alles Gute, Stinker und Flügel. Das ist schnell verheilt. Wirst du GTA 6 spielen? Ich denke schon, ja. Also halt in einem Stream. Kann sein, dass auch mehr kommt, aber unwahrscheinlich. Oh. Heftige Aussicht. Voll umsonst darauf. Am Ball bleiben. Jemand braucht Hilfe. Spider-Man! Rette uns! Ach du Schande. Ein Kristall? Ich sehe ihn mir an. Sehr gut. Wir haben nichts angerührt. Welche Szene meinst du? Naja, die letzte Szene von dem Film. Kann ich jetzt ja nicht spoilern, so. Wo was Schlimmes passiert? Was zur Hölle? Digga, nein! Was? Hast du nicht genug, Marco? Kann Gegner reißen? Ach so, das ist gemeint. Ja, weiß ich doch. Miles, MJ hier. Wollen wir nicht mal melden? Ich kämpfe gerade wieder gegen Sandman. Ist der entkommen? Nein, ich bin beim Warum melden sich Frauen immer, wenn es nicht passt? Aber ich habe so eine Ahnung.
Moment. Lass mich mit seinen Ärzten reden. Okay, jetzt bin ich echt sauer. Ich auch, das war ein richtig mieser Trick. Hab mit den Ärzten geredet. Gibt es bei dir so eine Art Sandkristall? Ja. Okay, die Ärzte meinten, Markus' Geist sei zersprungen. Also buchstäblich. Ist ja irre. Und warum attackieren mich diese Sandtypen? Das sind wohl Teile seines Unterbewusstseins, die den Kristall beschützen wollen. Aber die Ärzte sagen, wenn du alle Teile wieder beschaffst, könntest du ihn wieder ganz machen. Nicht einfach, wenn man aus Sand gebaut ist. GTA 6 erst in 5 Jahren? Nö, ich glaube in 1, 2 wird es soweit sein. Irgendwie habe ich auch nächstes Jahr im Gefühl. Keine Ahnung. Alle down? Okay, Marco. Da ist der Kristall. Was hat dein Unterbewusstsein beschützt? Alle Links sind abgelaufen. Kann eigentlich nicht sein. Ich hab die extra auf Unlimited gestellt. Eben war ich noch bei dir. Und dann warst du weg. Ein sprechender Kristall. Okay. Scheint ein Teil von Markus' Erinnerung zu sein. Danke dir, Week of It, und schlaf du auch gut. N8. MJ meinte, diese Kristalle sind in der Stadt verstreut. Ich sollte Ausschau halten. Imagine GTA 6 einfach Launch City für Switch 2. Ein VIP sitzt in einer Limo fest. Wär so lustig. Bin dran. Auch das ist wieder sehr weit weg. Ich check nochmal. Können wir uns irgendwo porten? Nee. Oder mache ich was falsch? Nee, können wir noch nicht. Ja, schade. Ich bin auch in Discord reingekommen. Na also. Hä, kann man die nicht kaputt machen? Die Fenster? Oh, das ist schwach. Ja, genau. Man steuert so einen... wie heißen die Dinge nochmal? Feuerlöscher. Man steuert so einen Feuerlöscher gegen die Scheibe und nichts passiert. Oha, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Also die Scheiben, die brauche ich auch für mein Haus. Ist Sumida noch da? Ja, er ist gerade bei Haley. Sie hält ihn für dich hin. Super! Ich hoffe, er sagt mir, wie ich meinen Aufsatz schreiben soll. Den hast du noch nicht fertig? Also, da ich schon die Zusage der ESU habe, könnte ich dir helfen. Nein, du machst schon mehr als genug. Und wenn du mich ins College bringst, kann ich mir das dann ewig anhören. Ja, wohl wahr. Hat er Early Access? Ja, habe ich. Gerüchte, dass dieses Jahr noch ein GTA 6 Trailer kommt. Vielleicht zu den Game Awards. Das ist die Spinne. Auf ihn. Also bei Game Awards könnte ich es mir gut vorstellen, dass sie da eine Promotion machen. Wie einfach jetzt erst die ganzen Standard-Kampf-Moves erklärt werden. Paparazzi mit Waffen? Hey! Nein! Wisst ihr eigentlich, wie mies ihr seid? Warum könnt ihr die Leute nicht in Ruhe lassen? So ein Glas bräuchte ich für mein Handy-Display. Ja, guter Punkt. Guter Punkt. Ja, der klebt jetzt richtig da oben an der Lampe. Schön. Schon tot? Waschlappen. Sehen wir uns mal den VIP in der Limo an. Stabiler Ass.
Jonah Jameson. Ist er sich dieser Newspaper-Dulli? Als ob? Das ist ja doch. Mr. Jameson, bringen wir sie ins Krankenhaus. Spider-Man, du solltest dir diesen VIP unbedingt mal ansehen. Bin schon gespannt. Dreh noch einen Hydranten zu, dann komme ich. Mr. Jameson, hier ist Spider-Man. Sind Sie wach? Mit dem kann ich jetzt aber nicht gleiten, hey, oder? Spider-Man! Guck mal, wer da ist! Was? Spider-Man! Jonah, ich komme auch gar nicht hoch genug. Okay? Hilfe! Ich wurde entführt! Was? Nein, ich helfe Ihnen, Mann! Alter, ist der dumm. Maskierte Kriminelle entführen beliebten Zeitungschef! Aber manches kein Wunder. War ja in dem Film auch nicht anders. Müsste er sein. Ja, ja, safe. Der ist so markant, den erkennt man sofort. Lol. Oh, Sie haben mich entführt. Gegen meinen Willen. Ich war nicht... Bedrohungen. Ich bin umzingelt von Bedrohungen. Aber J. Jonah Jameson geht nirgendwo hin. Habt ihr kapiert? Ich gehe nirgendwo hin. Halt, was soll das? Auf den Fahrer wird geschissen. Ja, Real Talk. Mr. Parker, wo sind Sie? Direktorin Evans, hallo. Ja, ich bin es, Peter Parker. Tut mir leid, es war ein Notfall. Ich bin gleich da, versprochen. Ich sehe Sie besser in 10 Sekunden, sonst... Oh nein, schlecht. Alt. Krass, ich hab's wirklich getan. Hast du die Animationsfilme gesehen? Nee, nur die Realverfilmungen. Wo ist Mr. Somida? Oh, er ist gerade weg. Er sagte was von Urlaubsreise. Was? Das ist unglaublich, Haley. Und während du weg warst, habe ich erfahren, ich kriege das Rand-Stipendium. Ist das dein Ernst? Bro, das ist wie ein Vollstipendium. Oh. Ein großer Tag für alle. Hab echt was verpasst. Oh Mann, ich kann das nicht sehen. Aber ich kann auch nicht wegschauen. Hm. Direktorin Evans. Ja, dass Sie sich hier blicken lassen. Ich weiß, es sieht nicht gut aus. Nicht gut? Es tut mir so leid. Sieht mir jetzt nicht gut aus. Ich weiß. Das ist absolut lächerlich. Ich wollte das wirklich nicht und es wird nie wieder vorkommen. Ich habe genug davon. Nein, ich... Keine Ausreden mehr. Ihr Job ist es, die Schüler zu beschützen, nicht sie im Stich zu lassen. Okay, sie Karen. Sind gefeuert. Alter, du bist Spider-Man? Muss schwer sein. Job zu behalten. Aber ich werde wie undankbar, die einfach alle sind. Schon hin. Leid wegen des Jobs. Wir hatten auch schlechtere Lehrer. Schreibe ich das in meinen Lebenslauf? Hör zu, beim New York Bulletin gibt es einen Fotowettbewerb. Ich habe gestern eins eingeschickt. Es ist nicht viel Geld, aber besser als nichts. Das ist Robbie Robertsons Zeitung. Wir waren früher beide beim Bugle. Ich glaube, ich weiß, was ihm gefällt. Danke, Miles. Kein Problem. Vielleicht schicke ich noch welche, wenn ich Zeit habe. Robbie sagte immer, zeig mir nicht die Stadt. Zeig mir New York. Danke, Vanessa, für 32 Monate. Was denkst du über Game of the Year? Kann mir schon vorstellen, dass es Zelda schafft. Boah, das ist so geil mit dem Gleiter. Achso, halt, wir haben doch... Level abbekommen.
Nee. Ich will zum gemeinsamen Skilltree. Oder kann ich da noch nichts machen? Echt nicht? Okay. Jetzt. Achso. Der Spidersturm zieht Gegner von weiter entfernt zu Spider-Man oder drücke, um Gegnern mit elektrifizierten Netzleinen einen Stromschlag zu versetzen, sodass sie angreifbar werden. Ich entscheide mich dafür. Ach, geht. Ach, Quatsch, ich habe gar keine Punkte mehr. Wunschdenken. Na bitte. Doch, kannst du. Ja, ich hätte das oben aktivieren müssen, wahrscheinlich, ne? Okay, mache ich beim nächsten Mal dann. Ich dachte, das wäre nämlich schon aktiviert. War es aber wohl nicht. Beim nächsten Level up mache ich das dann. Warte, wie schießt man ein Foto? So. Warte. So, jetzt noch einsenden und... Peter, wie läuft's bei dir? Robbie, hi! Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen unerwartet, aber ich wollte dir nur sagen, dass ich ein Foto bei euch eingeschickt habe. Wunderbar, damit können wir was anfangen. Ich muss zum Meeting, aber wenn du die New Yorker Atmosphäre noch irgendwo anders einfangen kannst, schick es her. Schön von dir zu hören. Gleichfalls, Robbie. Danke. Du hast Distrikt Fortschritt erzielt, indem du in Little Odessa Verbrechen gestoppt und Aktivitäten abgeschlossen hast. Heißt das, ich kann jetzt mich irgendwo hinporten? Die Karte zeigt und verfolgt Aktivitäten in allen 14 Distrikten New Yorks. Mit deinem Fortschritt in der Story werden neue Aktivitäten freigeschaltet. In jedem Distrikt gibt es 3 Belohnungsstufen. Die 2. Belohnungsstufe erlaubt dir, Schnellreisen innerhalb dieses Distrikts zu nutzen. Ah. Also, dauert das noch. Shit. Scrolle über einen Distrikt, um deinen Fortschritt zu verfolgen und sieh regelmäßig auf der Karte nach, um Gelegenheiten zu entdecken, wie du New York helfen kannst. Alles klar. Dann wird es, glaube ich, schwierig in diesem Stream. Naja, mal gucken, ne? Du musst es zu 50% machen, ja. Das ist halt schon ziemlich viel irgendwie. Also klar, ist cool, dass es ein Reward gibt sozusagen. Aber ich fände es besser, wenn man vielleicht nach und nach so... Der hat fast jemanden gerammt. Ich sollte etwas tun. Nach und nach Spawnpunkte freischalten könnte. Und Appeln kennt ihr wohl nicht. Und nicht alles auf einmal dann bei 50%. Ist das da vorne der Raser? Hoffe mal. Dann holen wir ihn bestimmt mit dem Gleiter ein. Ja, safe. Oha. Oha. Broken einfach. Halt dein Maul. Yo, chillig. Kann man so machen. Krasse Karre, by the way. Ein Punkt für die Guten. Sehr gut. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir es noch schaffen werden. Mein Anzug ist überall voller Sand. Ich sollte mich lieber mal umziehen. Das Paar wird angegriffen. Beeilung! Wäre doch schade. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich störe. Sieh mal, wer da in der Gegend ist.
Zeig ihnen, wo es lang geht, Spider-Man. Was für Drecksäcke. Hey, ich wollte gerade dasselbe über dich sagen. Schön. Danke. Das könnte meinetwegen zur Gewohnheit werden. Also andererseits, wenn es weiter so schnell geht. Klingt nach einer guten Ausrede, um ein Spider-Mobil zu bauen. Suchen wir einfach mal weiter nach Aslax. Vielleicht schaffen wir es doch recht schnell. Willst du irgendwann Red Dead Redemption? Habe ich gemacht. Gib einfach mal Spieletitel und meinen Namen ein, dann wirst du ein Gameplay vom zweiten Teil finden. Ich glaube, wir müssen jetzt aber die Hauptmission machen. Wobei, nee, da ist noch ein Foto. Wobei ich das nicht ganz verstanden habe. Eileen, danke schön für 20 Münzen. Freue mich, dass du Spider-Man 2 spielst. Ich habe den ersten Teil zu 100% und überlege mir jetzt gerade, ob ich mir das Spiel hole und die PS5. Schön. Ach, du hast die Konsole noch nicht? Oha. Ja, wäre ein guter Einstiegspunkt, glaube ich. Vor allem, wenn du den ersten Teil so gefühlt hast. Hä? Ah, okay. Wie holt man nochmal die Kamera raus? Warum wird mir das jetzt nicht angezeigt? Weil irgendwas soll ich ja offensichtlich fotografieren. Ah, ich weiß nicht genau, wie ich sie rausgeholt habe, aber ich glaube über das Touchpad streichen. Soll ich einfach das hier fotografieren? Nein, oder? Was muss ich fotografieren, Chat? Irgendwie seltsam. Vor allem, warum kann man nicht zoomen? Nach oben wischen, ist Kamera aktivieren. Okay, und was muss ich hier fotografieren? Was wollen die? Die PlayStation 5 nach einem Tag später verkauft. Was? Was? Oder bin ich hier doch falsch? Hm? Kirche, wo du drauf sitzt? Ach so. Hä? Aber warum hat mir das Spiel gezeigt, ich soll mich da hinsetzen? Ich saß doch gar nicht auf einer Kirche, oder? Die Gasse unten ist gemeint. Ah ja, jetzt ist auch so ein grüner Punkt, Kreis. Das ist perfekt. Okay. Meine Großmutter sprach immer davon. Sie ging jeden Sonntag über die Brücke, um das frischeste Gemüse der Stadt zu kaufen. Aber süß. Einmal kam sie zu spät. Und der Typ vor ihr kaufte alle Tomaten. So lernte sie meinen Opa kennen. Solche Geschichten gibt's heutzutage nicht mehr. Vor allem, weil Männer eh nicht Frauen ansprechen dürfen. Sonst direkt im Knast. So, ich weiß nicht genau, was das da vorne ist, aber ich glaube, das ist auch wieder irgendein Verbrechen. Das machen wir noch und dann geht's zu der Hauptmission da drüben. Werde ich melden müssen. Ich kann surfen? Viel Spaß, aber ultra wild. Hast versammelt, Spider-Man. Ich störe euer Meeting nur ungern, aber Moment, stimmt ja. Oh, stabil. Genug gespannt. Also diese neuen Moves, die fühle ich schon sehr. Du kannst nicht gewinnen. Daneben.
Hä? Lebt da noch irgendwo einer? Ah ja, doch, doch, ich sehe einen roten Punkt. Oben muss noch irgendwo einer chillen. Hä, wo ist der denn? Wo ist das Ungeziefer? Lol, was sind das für ein Vollpfosten, bitte? Bitte, lass mich nicht allein! Keck. Keine Sorge, ich bring dich sofort zu einem Krankenwagen. Oh Gott, ich danke dir. Hä, und was war das jetzt hier die ganze Zeit? Und als ob ich den jetzt 800 Meter zum Krankenhaus bringen muss. Alter, ich wollte danach direkt die Hauptquest machen. So schwer verletzt ist er jetzt auch wieder nicht. Er kann ruhig auf den Krankenwagen warten. Stattdessen kriegt er hier so eine Eskorte. Premium Service. Okay, man kann nicht gleiten, wenn man jemanden trägt. Macht aber auch Sinn. Du hast dem Typen vorhin über den Zaun gehauen. Ernsthaft? Dann Respekt, dass er zurückgefunden hat. Moin, ich habe hier jemanden Bitte für schön. Euch. Alles okay. Ich hoffe, du hast das Schlimmste hinter dir. Sei gesegnet, Spider-Man. Junge, der hat sogar noch seine Kopfhörer auf. Also so schlecht wird es ihm sicherlich nicht gehen. New Yorks Flug. Boah, das sieht heftig aus hier. Auch wenn ich da auf keinen Fall im Auto sitzen möchte. Also zumindest nicht im Stau. Beim Schwingen X drücken macht die schneller. Ja, ja, ich nutze das ja auch immer wieder. Das ist das hier. Was kommt hier? Hä? Achso. Da sind unsere Skins, die ich gesucht habe. Die müssen erst freigeschaltet werden. Okay. Du hast eine Stadtmarke erhalten. Mit Stadtmarken, Technikteilen und anderen Ressourcen kannst du neue Anzüge kaufen. Kannst du deine Anzüge auch neue Varianten herstellen? Stell die Varianten für den verbesserten Anzug 2.0 her. Wie meinst du das? Ach so, hier die drei Farben haben wir dann zur Auswahl. Also der Stil von dem Anzug bleibt gleich und man hat dann drei Farben. Muss ich den nehmen? Ja. Oder vier Farben sogar. Krass. Anzüge mit Varianten besitzen zusätzlich zur Originalausführung drei alternative Versionen. Okay. Heftig. Ich glaube, ich nehme den hier. Spricht mich irgendwie an. Zusätzliche Anzüge und Varianten werden durch dann Fortschritt freigeschaltet. Da fehlt ein Leerzeichen. Erwirb sie, indem du Stadtmarken und andere Ressourcen sammelst. Yo. Man darf die Varianten aber noch nicht sehen? Was ist das für ein Scam? Okay, dann schauen wir hier später nochmal vorbei. Hey, MJ. Hey, ich wollte dir was in deine Wohnung bringen. Ist die Hintertür offen? Keine Ahnung. Ich musste heute früh schnell weg. Ich treffe dich einfach dort. Okay, cool. Sind Miles und du gut in die Schule gekommen? Yep. Was für ein erster Tag für dich. Hoffentlich ist morgen weniger los. Ja, das wird es sicherlich. Bis gleich dann. Was war das? Da hat was geleuchtet. War es schlimmer, als gefeuert zu werden? Es seiner Freundin zu beichten. True. Schatztruhe. Oder so. Kriminelle haben überall in der Stadt Technikteile versteckt. Finde sie und nimm sie den Kriminellen ab. Alte Underground-Technologie. Ohne Tinkerer wurde alles wie von Geiern zerpflückt. Ich sag mal jetzt Bescheid. Okay. Wir können das brauchen. Ja, können wir auf jeden Fall brauchen. Guck
noch nach Miles Anzügen. Ich möchte erstmal ein bisschen mit dem rumschwingen und dann wechsle ich. Wir müssen eh offenbar erstmal die Marken ausgeben und erst dann sehen wir, was uns erwartet. Oh, warte, da ist noch ein neues Verbrechen. Gibt's eigentlich so einen Ingame Tageszeitenrhythmus? Weil jetzt hat's ja gerade offensichtlich gerade so Abendzeit. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Oder ist das gerade an die Hauptquest gebunden? Ein Panzerwagen wird überfallen. Es gibt Gratis-Skins von der Deluxe-Edition. Ja, true, aber ich glaube, ich habe diesmal nicht die Deluxe-Edition. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wenn ihr 2-Dollar-Scheine sucht, die Bank an der 101. hat welche. Vielleicht bist du hinüber, Spinne. Es gibt echt 2-Dollar-Scheine? Oh, scheiße. Der macht ultra viel Damage mit dem Maschinengewehr. Da sind wir tatsächlich underleveled. Du kannst nicht gewinnen, Spider-Man. Cool. Eure Freunde sind hier? Dann lasst uns feiern! Okay, dann wird's Zeit für Spezialattacken! Steh wieder auf! Jetzt bloß nicht sterben. Aber die sind mit ihren Waffen stärker als wir, würde ich sagen. Au, oh, ausweichen. Gut. Ja, das bringt wenigstens nochmal 500 EP. Reicht es, um den ersten Balken voll zu machen? Oh, sogar Levelaufstieg. Und? Na komm, zeig schon. Noch nicht. Also ich würde schätzen, dass uns so 3000 EP fehlen. Die Scheine nicht, das war der Witz. Okay. Dass es 1-Dollar-Scheine gibt, weiß ich. Der Verkehr war furchtbar. Das ganze Chaos vom Sandman. So langsam gefällt dir das Teil wohl. Ja, es ist in der Stadt praktisch, aber ich bin wohl nicht so der Biker-Typ. Aber mein Typ. Oha. Guter Spruch. Bin gefeuert. Du warst doch so begeistert von dem Job. Ich weiß. Ich hatte schon das Semester geplant. Wir wollten nächste Woche ein Heli mit Kartoffelantrieb bauen. Oh. Tut mir so leid. Dann sind wir jetzt vielleicht bald beide arbeitslos. Macht Jonah schon Hausputz? In etwa. Er gründet eine radikale Leistungsgesellschaft. Oh. Was heißt das überhaupt? Das heißt, dass jeder, der nächste Woche keine Titelstory schreibt, gefeiert wird. Na, dann bist du ja fein raus, weil du die Beste bist, die sie haben. Was ist da drin? Unverkaufte Symkaria-Bücher. Bei mir ist kein Platz mehr. Aber du hattest doch gute Kritiken. Und 14 verkaufte Ausgaben. Niemanden interessiert Symkaria. Der Bugle hat den größten Absatz in der Stadt. Dort kann ich etwas bewirken. Aber wenn ich gefeuert werde, weiß ich nicht, was ich tun soll. Brauchst du den Bugle überhaupt für das, was du tun willst? Ich wollte von außen etwas bewirken und 14 Ausgaben. Ich muss die Dinge von innen heraus verändern. Ich habe noch nicht aufgeräumt. Hinterzimmer? Ja. Ich räume mal ein bisschen auf. Als ob. So sieht's bei allen Männern aus, das ist normal. Krass.
krasse Rechnung. Hypothek sogar, belastend. Mit der Hypothek wollte May Feast retten. Jetzt hab ich's schwer. Oh Mann, das wollte ich so gern spielen. Mir fehlt dafür nur die Zeit. Das ist bestimmt wieder irgendein Minispiel. Aber an sich cooles Haus. Schade, dass der Lehrerjob nicht geklappt hat. Wie geht's jetzt weiter? Keine Ahnung. Ich könnte echt eine Auszeit gebrauchen. Aber das kann ich mir nicht leisten. Und wenn du das Haus verkaufst? Das geht nicht. Ich könnte schon, aber das geht nicht. Nein, nein, das geht nicht. Und du meintest, dass Jonah Kahlschlag machen könnte. Er wird mich nicht feuern. Ich weiß, wie viel dir dieses Haus bedeutet. Wir kriegen das hin. Du bist zu gut für mich. Monatlich fast 5k. Only in the USA. Ja, oder in München. Angelst du oder willst du angeln? Nee. Martin, vielen lieben Dank für deine 12 Coins. Schönen Abend. Ist noch was von dem Essen übrig? Ich mag so chinesische Nudeln. Hey, hast du nochmal über den Einzug nachgedacht? Das hatten wir doch schon. Ich muss in der Stadt sein, in der Nähe des Geschehens. Aber hier könnten wir so schön zusammen essen. Wann hast du denn das letzte Mal zu Hause gegessen? Hast ja recht. Hey, was ist das? Außer Pizza-Slices kann man sich doch aber in New York auch nichts leisten, oder? Wenn da die Rent schon so hoch ist. Ist das alles von May? Ja, ich muss es spenden, aber noch nicht. Was hast du da? Ein paar süße Fotos von dir. Die habe ich lange nicht angesehen. Ich glaube, das war in meinem Zimmer. Warum hat sie es fotografiert? Gleichgewicht. Was soll das heißen? Ob es wohl noch da ist? Ich schau mal nach. Wo soll es denn sein? Sag Bescheid, was du findest. Ich schau mir hier die Fotos an, die du mir nie gezeigt hast. Oh, wie niedlich. Oben, oder? Die Bananen wären noch gut gewesen, voll Food Waste. Ich hab's mir ehrlich gesagt auch gedacht. Also klar, die haben gefault so, ein paar Fliegen waren da schon, aber gerade so der untere Teil sah eigentlich noch legit aus. Das Loch gleich wieder. Also ich hätte sie zum Beispiel auch noch geschält und halt alles, was okay aussieht, noch verwertet, aber okay. Da ist es ja. Spider-Man! Ist da eine Gefahr oder Bedrohung? Rufen Sie uns an. Bedrohung. Definitiv eine große Bedrohung. Ich erzähle Ihnen mal was über den angeblichen Superhelden. Er ist weder Super noch ein Held. Also, was ist er? Ein Betrüger? Jemand, der Aufmerksamkeit will? Was war das? Was war was? Peter. Oh, ich... Ich dachte, da wäre eine Ratte in der Wand. Hey, was? Was ist los? Ah ja. Nichts. Ich war nur... In deinem Alter habe ich den Debattierclub geleitet. War Kapitän in der Fußballmannschaft und zweite Geige im Orchester. Jedes Jahr wollte ich wieder etwas Neues erreichen. Aber als ich auf die Liste der besten Schülerinnen wollte, ging nichts mehr. Anstatt in ein paar Dingen gut zu sein, war ich in gar nichts gut. Also habe ich zurückgerudert.
Gleichgewicht ist eine lange Reise und nicht das Ziel. Ich arbeite noch dran. Komm schon. Na los, nur zu. May mag recht haben. Es ist einfach zu viel. Aber auch die dünnste Wand der Welt. Ich sollte nach MJ sehen. Ami-Häuser gut designt, aber ich glaube, Material und Qualität eher mehr Schein als Sein. Onkel Ben, du siehst gut aus. Schade, dass sie tot ist, ja. Oh, May. Was für eine Brille. Oh Mann. Manchmal überkommt es einen einfach. USA sind die Wände immer so dünn. Ja, sag ich ja. Also. Was ist das? Riecht immer noch nach May. Das ist halt. Dumm. Vor allem, wie ist denn das dann bitte mit der Isolation? Also, das ist ja, weiß ich nicht, wie so ein halbes Kartenhaus so. Hier sollten ein paar Kerzen stehen. Man stellt doch Kerzen ins Bad, oder? Ja, nicht. Hab nen Tipp. Reft verlegt morgen ein paar Insassen zur Beurteilung nach Ravencroft. Weißt du wen? Nein, aber das finde ich raus. MJ! Hä? Ah, die Ärzte haben mir noch keine MJ-Umarmung erlaubt. Sorry. Harry. Hab dich vermisst. Ich dich auch. Hab das von May gehört. Tut mir so leid. Und wie war Europa? Es tut mir leid. Ich wurde isoliert behandelt hier in der Stadt und wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Ist das das Gleiche wie bei deiner Mom? Es war. Vergangenheit. Es ist wohl in Remission. Harry, das ist unglaublich. Du siehst toll aus. Ich fühle mich auch toll. Oh, ich muss zur Arbeit. Abendessen morgen? Coney Island? Wie in alten Zeiten? Abgemacht. Das ist neu. Ja, das hat sie gelernt, als wir in Sumkaria waren. Sorry, dass ich einfach so vorbeischneie. Nein, nein. Willst du nicht reinkommen? Eigentlich habe ich gehofft, du hättest Zeit für eine kleine Spritztour. Klar. Krass, dass der Billigflieger noch auf der Straße ist. Ich dachte, wir könnten rumfahren wie früher immer. Ist das mein altes Fahrrad? Nee, hab's im Internet gefunden. Sieht fast gleich aus, oder? Wow. Ja. Es hat sogar die gleichen Aufkleber und alles. Und das ist echt nicht mein Fahrrad. Bereit? Ja. Wo geht's hin? Wart's ab. Na los, versuch mitzuhalten. Ganz sicher, dass du das schaffst? Oh ja, mir geht's gut. Der Stock ist nur eine Absicherung. Ich brauche ihn eigentlich gar nicht. Ich glaube, du hast mehr Energie als ich. Dann erzähl mal. Was hast du alles so getrieben? Ich war Vertretungslehrer. Mit Betonung auf war.
Und ich helfe einem Highschool-Schüler. Er ist was Besonderes. Glückspilz. Ohne deine Hilfe hätte ich die Matheprüfung nie bestanden. Ich habe von deinem alten Boss gelesen, Dr. Octavius. Das war bestimmt verrückt. Das kann man so sagen. Warum ist es auf einmal in Life is Strange? Harry, warum hast du nicht gesagt, dass du krank bist? Ich wäre sofort gekommen. Der Anblick hätte dir nicht gefallen. Die Behandlung war schrecklich. Ich war 3 Jahre lang in einem Tank voller Heilmittel. Ich hatte immense Albträume. In einem Tank? Wow. Experimenteller Kram. Das ist heftig. Aber echt guter Fahrradfahrsimulator. Macht Spaß. Moment. Das ist die Midtown High. Ist das also unser Ziel? Ich sag weder ja noch nein. Mann, wir haben halt Venom auch noch nicht gesehen, ne? Weiß nicht. Hier sieht's noch genauso aus wie vor 10 Jahren. Wie viel man spielen muss, bis es richtig losgeht. Danke. Komm schon. Was sollen wir hier? Wir haben die Highschool gehasst. Weißt du noch, als Flash und seine Kumpels meinen Laptop geschrottet haben? Die Präsentation war weg. Wie für den Jungunternehmerwettbewerb. Daran haben wir Monate gesessen. Und das Landestreffen war am nächsten Morgen. Ich hatte ein Backup auf einem Stick. Aber der lag in deinem Spind. Wir haben die Schule angerufen und gebettelt, uns reinzulassen. Aber die sagten nein, weil es so spät war. Wir waren so verzweifelt, sind um die ganze Schule gerannt und haben jede Tür probiert. Bis wir zu der hier kamen. Warte, was hast du? Wir mussten sie aufhebeln. Wollen wir? Die Luft ist rein. Komm. Das dauert sehr lange. Ich bin schon 5 Stunden im Spiel und habe ihn auch noch nicht gesehen. Spind ist? Ziemlich sicher. Was? Ich dachte, du weißt es. Ja, ich weiß es auch. Warum fragst du jetzt nach? Weiß nicht, ich bin halt nervös. Keine Angst, er ist da. Schade, Mann. Warte! Eric Monacelli! Das ist Brightfield Rick! Was macht er hier am Freitagabend? Sich das Spiel anhören. Zeig uns den Rookie des Monats, Junge. Du wirst für eine Ewigkeit in diesem Team sein. Laufen wir durch. Na, warte, wer sieht uns? Dieser Stapel ist die Rettung! Dieser Mann meint's ernst, Leute. Wir werden ihn noch viele Jahre sehen. Die Fans setzen das Team auf der Ziel. Ziel einfach auf was Lautes. Und die Spieler werden der Herausforderung. Nee, zu viel Chaos. Flash, mach dich auf was gefasst. Ach, ja, das war ein Laufzeitfehler. Nein, es soll laut sein, kein Vandalismus. Jetzt ist der letzte Spieler dran. Gut, jetzt los. So, was mein Albtraum, freiwillig in der Schule einbrechen. Jetzt auch einer? Stelle ich mir eigentlich ganz spannend vor. Richtig geiles Raytracing hier, by the way. Ich habe meiner Mom unsere Präsentation gezeigt. Sie war begeistert. Ihr einziger Kritikpunkt war der Name. Sie meinte, wir sollten sie Heilung der Welt nennen. Oh mein Gott, das ist perfekt. Oder? Sehr, sehr nice. Dein Spind ist in der Nähe der obersten Treppe, oder? Runter! Hat er uns gesehen? Ich glaube nicht. Wir teilen uns. Treffpunkt Turnhalle. Hey, wer ist da? Wir haben Ärger, Hilfe! Nein, ich hab nichts mehr. Wo bist du Mistkerl? Jemand spielt hier einen Streich, was? Das war irgendwie die Kuh. Ich müsste mal meine Netzschießer auffüllen. Moment, im Fotolabor habe ich noch mehr Netzflüssigkeit. Das ist noch neu für mich. Ich muss mir die Flüssigkeit besser einteilen.
Ja gut, aber wie komme ich denn da vorbei? Was soll ich jetzt ernsthaft runter? Nein, oder? Hä, bin ich dumm? Ah, ja, bin ich. Er muss hier irgendwo sein. Also, Bibliothek. Boah, das war knapp. Turnhalle und dann zum Spind. Ganz leicht. Aber echt schade, dass wir wahrscheinlich Venom nicht sehen werden. Was war das? Shit! Was? Ach so. Oh, ich wünschte echt, ich hätte ein Online-Backup erstellt. Soßenbinder, danke für die Mitgliedschaft. Den Geist von Midtown gibt es nicht. Jojo Arschu dir auch. Der soll abhauen, Mann. Was? Schacht betreten? Ah. Lüftungsschächte. Wie für Spinnen gemacht. Leider wahr. Okay. Wo habe ich die Netzflüssigkeit gelassen? Woher soll ich das wissen? Hier ist You. Dr. Octavius hält nächsten Monat einen Gastvortrag. Ich sollte mir schnell eine Karte besorgen. Ich hab sie irgendwo hier drunter gelegt. Aha, hab sie. Venom kommt erst im dritten Akt der Story. Holy shit. Geh weiter. Okay. Jetzt noch richtig zusammenmischen. Wirklich rausfinden, wie ich die Kapazität dieser Dinger erhöhen kann. Und jetzt zu Harry in die Turnhalle. Mist, die Turnhalle ist auf der anderen Seite des Ventilators. Das ist die falsche Richtung. Ich muss weiter vorwärts. Ja. Mein Rucksack, den hatte ich ganz vergessen. Ich sollte mir sowas lieber aufschreiben. Ich kann dem Kerl nicht entkommen. Ich muss ihn ablenken, um hier rauszukommen. Oh, klatsch ihn einfach an die Wand und gut ist. Ach, jetzt können wir wieder diese Netze verspritzen, wo wir hinwollen. Okay. Gegen den Ballon am besten, würde ich sagen. Na, mach doch. Was war das? Genau. Und ich dann mach mich aus dem Staub. Raus. Schnell. Du kannst bleiben, wo du willst, Junge. Lauf nicht weg. Wo ist denn der Ausgang? Ich wette, Harry ist schon in der Turnhalle. Schnell. Ich weiß halt nicht, wo es zur Turnhalle geht. Das ist jetzt verwirrend. Hier? Ja, okay. Also Turnhallen in Schulen habe ich actually immer gemocht. Das ist aber eher so die Abstellkammer.
Ich glaube, wir müssen darauf. Warum braucht er die Netzflüssigkeit? Das ist irgendwie in den neuen Teilen so. Hä? Ist der Raum hier sinnlos? Okay, ich sehe es schon. Field Rick. Ich muss ihn von der Tür weglocken. Alter, als ob. Kann man das auch von oben machen? Nein. Ja gut, aber wenn ich den jetzt da mit dem Eimer weglocke, dann bringt mir das auch nichts. Eigentlich. Aber irgendeinen Grund muss der ja haben. Wir probieren's mal. Sorry für das Chaos, Rick. Okay. Ja, und jetzt? Kein Geist. Nur eine Spinne. Hä? Ach, als ob ich jetzt einfach hinter ihn springen kann. Ach, komm. Das muss er doch hören. Alter, ich dachte, du wurdest erwischt. Schnappen wir uns den USB-Stick und hauen ab. Los, durch die Turnhalle. Mit R3 bekommt man es Hilfe. Es kommt alles wieder. Das war irre. Hat sich nichts verändert. Nur, dass uns niemand auf den Fersen ist. Das heißt, wir haben Zeit für ein paar Körbe. Sicher, dass du dabei bist? Die Frage ist, bist du's? Oh. Beweis es, Großmaul. Etwas rostig. Kein Ding. Hail. Hübsch. Oh nein. Ich werde so versagen. Mit Bewegungssteuerung auch noch? Alter. Sind wir jetzt bei Nintendo oder was? Cool. Oha, Naturtalent. Dass es dir besser geht. Ernsthaft. Danke. Hey, ich weiß gar nicht, wie Mays Haus jetzt aussieht. Gibt nichts zu sehen. Ich hatte viel zu tun und ich weiß nicht. Ist komisch, es zu verändern. Verstehe. Es muss wirklich hart sein, Pete. Keine Eile. Okay, dann mal los. Wenn MJ einzieht, hilft sie vielleicht mit dem Haus. Ach, ich weiß nicht. Würde sie nicht? Ich weiß nicht, ob sie einzieht. Oh. Ah, tja. Ich dachte, es läuft gut zwischen euch. Einfach die Wii. War bei dir? Wir kriegen es schon hin. Wie immer. Irgendwann. Wie steht's denn? Aber läuft. Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Danke fürs Herbringen. Das habe ich gebraucht. Ich auch. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich kenne diesen Blick. Was hast du vor? Weißt du noch, wo dein alter Spind ist? Was meinst du, wo der Wachmann ist? Bestimmt noch im Ostflügel. Holen wir den USB-Stick aus deinem Spind und weg hier. Flash sollte für deinen kaputten Laptop bezahlen. Ah, vergiss es. Er darf nicht einfach so davonkommen. Er ist Captain des Footballteams. Ich Background-Sänger in der Musik-AG. Er wird damit davonkommen. Wir zahlen es ihm heim, indem wir morgen gewinnen. Zwei Stunden, ja. True. Allzu viel können wir leider nicht mehr machen. Geh da drunter. Ich muss ihn zum Aufzug locken. Ich habe diese Etage dreimal überprüft. Das ist eine verdammte Gänsejagd. Mit
Ist da jemand drin? Was ist da los? Ja, und jetzt? Na gut. Er ist weg. Oh, echt Glück gehabt. Oh, ja. Schnell, hol den Stick und weg hier. Was ist das? Wie hast du... Na los. Nimm es. Oh, shit. Wer ist da? Netter Zug. Gehört dieser Typ auch dazu? Nope. Lauf. Hey! Alter, wir landen im Knast. Nicht, wenn er uns nicht erwischt. Das ist nicht die Art von Nostalgie, die ich mag. Hast du den USB-Stick noch? Ja. Wir müssen bloß durch diese Türen. Fast geschafft. Aufmachen, Polizei! Ja. Ich hab die Cops gerufen, jetzt kriegt ihr Ärger! Lauf! Aber halt sie noch kurz zu. Ich hab eine Idee. Was soll ich tun? Mich schnappen lassen. Warte, fast vergessen. Ja, toll. Voll dumm, ey. Hey, haben Sie uns verständigt? Ja, die sind hier irgendwo. Okay, ihr zwei schwärmt aus, während ich seine Aussage aufnehme. Ich muss den Wachmann allein erwischen, um den Stick zu bekommen. Sie sind irgendwo hier drin. Welcher ist der Richtige? Was haben Sie gesehen? Achso, der in der Mitte. Also, Rightfield Rick ist der Hausmeister. Hat Geräusche gehört. Aber er verhält sich bei sowas manchmal komisch. Komisch? Im Sinne von lustig oder... Ach, er zieht... Kann ich da nicht einfach... Er glaubt an einen Geist hier in der Schule. Aber das ist kein Geist. Nur ein paar Bengel. Also, mehr als einer? Ich weiß es nicht genau. Wow. Das haben Sie wirklich gesehen? Okay. Haben Sie sie denn gesehen? Nicht direkt, aber ich habe sie gehört. Wissen Sie, dass es mehrere sind? Ich hab gar nicht mitbekommen, dass das schon raus ist. Doch, ist es. Ab 0 Uhr. Erstmal durchatmen. Was haben Sie gehört? Also, zuerst habe ich etwas im Treppenhaus gehört. Und dann ist jemand durch den Flur gerannt. Wobei ich nicht direkt Schritte gehört habe. Aber was denn dann? Ich habe eher gespürt, dass jemand da ist. Alter, wie soll ich die denn ablenken? Es wird auch fast nichts angezeigt einfach. Fall nicht runter, Junge. Was war das? Zeit für ein Foto. Das hält okay. Länger. Hey, einer noch. Gut. Jetzt muss ich nur noch den letzten ablenken. Der wird am schwierigsten, glaube ich. Oder hat's was damit zu tun? Nee. Ja, hier. Nicht bewegen. Ich bin gleich zurück. Allein. Und jetzt präsentiere ich den Kopfüber-Taschendieb. Ernsthaft? Gut. Damit komme ich direkt über ihn. Sie wartet bestimmt mit Popcorn und einer Tasse von meinem Lieblingstee auf mich. Warte. Aber nein. Jetzt. Ich muss hier einem Haufen hormongesteuerter Querulant. Was war das? Wie soll ich jetzt von hier wegkommen? I just wanna tell you how I'm feeling. Verdammt, gotta Sie sind im Büro! You understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Okay, ich muss weg! Als ob. Darum-Sandstorm. Alles okay? Verstecken wir uns! Das sind nicht die Cops. Das ist mein Dad. Ja, stimmt. Ich muss dran denken, immer wenn man keine Ahnung hat, R3 zu drücken. Ja, true.
Dad, ich wollte doch anrufen, wenn ich zu Hause bin. Deine Mutter? Was ist los? Peter, entschuldigst du uns einen Moment? Wir wurden gerickrollt. Yes. Geht denn da jetzt ab? Das sagt man doch so. Wie heißt der Song? The Root Sunstorm. Harry, was ist das? Ich glaube ja immer noch, dass unsere Präsentation gewonnen hätte. In den letzten 10 Jahren ist viel passiert. Ein Wunder, dass ich jetzt hier sitze. Ich habe eine zweite Chance. Und die werde ich nutzen. Aber ich brauche dich an meiner Seite. Die Mutter ist gestorben. Wow, das ist... Oh. Ganz schön viel auf einmal. Komm doch morgen mal ins Labor und siehst dir an. Du hast ein Labor? Ich zeig dir meine Ideen. Dann können wir weiterreden. Okay? Ja, klar. Das ist natürlich nicht geil. Pete, wir werden die Welt heilen. Im Anflug. Statusmeldung. Die Villa und die Arena sind fast fertig. Aufklärungseinheiten melden. Sandman ist uns entkommen. Rückeroberung geht nicht. Dann war er nicht der Richtige. Verstanden. Ich erwarte Befehle, Sir. Bereiten Sie sich auf die Versetzung vor. Und versagen Sie nicht schon wieder. Ah, stimmt, das war tatsächlich ein anderes Meme. Habe ich die beiden verwechselt gerade? Lol. Mein Name ist Miles. Und mir ist schon langweilig. Geil. Hey Miles, hast du zu tun? Ich brauche... Was es auch ist, bin dabei. Ich brauche Hilfe beim Babysitten im Raft. Klingt gut. Sag's mir unterwegs. Nicht so an, Dad. Ich mach nur eine Pause. Hola, Miro. Wie läuft's mit dem Aufsatz? Ganz gut. Ich muss aber kurz mal weg. Pete braucht meine Hilfe. Wir wollen nur... Ich verzichte lieber auf die Einzelheiten. Mach dir keine Sorgen, Ma. Einen Moment, bitte. Du hast doch in letzter Zeit abends öfter mal länger gearbeitet. Genauso war es bei mir auch. Naja, nicht wirklich. Sieh mich nicht so an, ich stecke nicht in Schwierigkeiten. Es ist nur... Ich war ein paar Mal aus. Dates, eigentlich. Ach so. Und da ist dieser eine Mann, den ich ein paar Mal traf. Und es... Naja, es läuft gut. Ma, was willst du mich fragen? Ich würde ihn gern einladen. Zum Pastelon. Ich kann bestimmt irgendwelchen Spinnenkram machen.
damit ihr allein sein könnt. Nein, ich möchte, dass er dich kennenlernt. Und dass du ihn kennenlernst. Aber wenn dir das unangenehm ist, verstehe ich das. Ma, bei Pastelon bin ich immer dabei. Aber schön, dass er das so akzeptiert. Weil das stelle ich mir schon sehr, sehr schwer vor. Okay, natürlich. Aber, ja, das Leben geht halt weiter, ne? Ich sollte zum Raft. Vielleicht können mir die Windkanäle helfen. Setz Netzflügel in Windkanälen ein, um dich schnell durch die Stadt zu bewegen. Bruder, ich bin doch so schon schnell unterwegs. Wie schnell denn noch? Laber nicht. Ab in den Aufwind. Wow. Langsam habe ich den Okay. Dreh raus. Was? Das Feature ist ja einfach noch viel geiler als gedacht. Noch ein Aufwind. Ich check mal die Aussicht. Der Wind ist einfach cool. Hey Miles, ich bin gleich beim Raft. Bist du auf dem Weg? Aber klar doch. Wen sollen wir babysitten? MJ hat gestern den Tipp gekriegt, dass Scorpion nach Ravencroft verlegt wird. Die Ressourcen werden knapp, seit Sandman bei ihm ist. Scorpion rastet bald mal richtig aus. Ich werde da sein. Mein Verlobter mag die neue Freundin vom Dad auch nur so semi, aber er akzeptiert sie. Ja, ich denke, das ist so das Beste, was man machen kann. Also, ich verstehe das auch, wenn man halt damit Probleme hat, weil ja, man hat halt nun mal zwei Elternteile und egal, was da passiert ist, wenn einer weg ist, dann tut es schon weh und vor allem, wenn du dann halt so das verbleibende Elternteil mit jemand Neuem siehst, aber du musst halt auch so für deine Mutter oder deinen Vater denken, so, die können ja nicht auf ewig alleine bleiben, nur weil man sich getrennt hat oder der andere gestorben ist. Deswegen vergisst man den ja nicht oder so. Aber ja, es ist super, super schwer und zum Glück bin ich nie in diese Situation geraten. Jetzt fehlt nur noch der Laster, dann ist es wirklich Superman. Das ist schon irgendwie komisch so, aber Gameplay-mäßig macht es so nochmal mehr Spaß, wenn du durch die Gegend düsen kannst. Hey Mann, schön, dass du hier bist. Anscheinend gerade rechtzeitig. Die Mutter von Harry ist an Krebs gestorben. Ja gut, dann haben sie es aber wahrscheinlich auch so irgendwo erwartet, oder? Bereit für die Nächsten. Die Nächsten? Ich dachte, wir babysitten heute nur Scorpion. Das ist jetzt nicht gut. Wie lange noch? Wir machen ungefähr die 3 Stunden voll, würde ich sagen. Und dann ist gut. Miles. Schon gut. Vielleicht kriegen wir ja zumindest okay. Noch eine kleine Venom-Anspielung. Oder irgendeinen krassen Boss. Aber ich glaube schon, dass es jetzt wieder ein bisschen würziger wird. Wir müssen los. Warte, ist das... Halt, ist das nicht diese Mission, die aus dem Trailer stammt? Die sie so ewig lang gezeigt haben?
diese... Schauen Sie, dass die Gefangenen sicher sind! Ich übernehme links. Schützen Sie das Schiff! Bei mir formieren! Okay, shit. Mich wirklich aufwärmen soll. Dein Kopf gibt eine schöne Trophäe ab. Hey, 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 hey. Schweren Angriffen kannst du nicht ausweichen. Pariere schwere Angriffe, wenn die Warnung von gelb zu rot wechselt. Kann ich schnell Level up. ausgeben. Hier. Alte L2 und X am Boden gedrückt, um einen Katapultsprung aufzuladen und lass los, um den Helden vorwärts in die Luft zu schleudern. Gut, das hilft uns jetzt natürlich nicht im Kampf, aber es ist trotzdem ganz cool. Die kann ich doch auch jetzt upgraden, oder nicht? Ah, ja, das war's. Okay. Ich wollte noch zu den Anzügen. Bei Miles. Sorry, verdrückt. Hier ist Miles. Oha. Den fühle ich. Kann man sich die Varianten auch genauer anschauen, bevor man sie herstellt? Nee, ne? Ach, machen wir einfach. Der rechte, mit den roten Elementen, der ist schon anders krass. Und bei ihm können wir auch mal wechseln auf blau und rot. Oh yeah. So. Concentration. Wings sind scharf. Ihr seid wohl neu hier. Ich bin Spider-Man. Falls ihr es nicht wusstet, das sind ganz üble Typen. Die sollten schön im Knast bleiben. Mach, dass du wegkommst. Sehe ich auch so. Das geht dich nichts an. Na gut, überspringen wir die Begrüßung. Spider-Man. Die L1-Angriffe laden sich eigentlich sogar vergleichsweise schnell auf. Muss man gar nicht so krank sparen. Die Abwehr ausschalten. Runter mit ihm! Komm hier! Sie dürfen nicht durch! Überwältigt die Wachen und. Konnte er nicht aussprechen. Sie versuchen ins Schiff zu gelangen. Sie wollen Scorpion und Lee. Stimmt, ich muss sie doch einfach alle nur ins Wasser donnern, oder? Vorsicht, Netze! Was wollt ihr überhaupt mit denen? Euer Club hat doch offenbar genug Mitglieder. Das wirst du schon sehen. Das wird glorreich. Das klingt überhaupt nicht gut. Mitten im Kampf umziehen, aha. Ja. Prioritäten. Man muss doch gut aussehen im Kampf. Gibt's weiter mit Deckung! Konzentration! Sie dürfen nicht zu den Gefangenen! Oh, hi. Was hast du vor? Du kannst da gleich kleben bleiben. Knecht. Sind die so ähnlich wie der grüne Kobold? Thank you.
Das sieht nicht so schön aus bei Spider-Mans Outfit, Peter. Lasst euch nicht von den der Spinnen Suit. Ablenken. Unsere Beute ist im Inneren. Ich mag ihn. Definitiv ist halt Bordchen Geschmackssache. Wir dürfen sie nicht ins Schiff lassen. Deal ist in Sicht. Achso, weg da, weg da, weg da, weg da. Die explodieren, die Dinger. Oh shit, was? Wieso macht das so viel Schaden? Hä? Ich kann mich auch nicht heilen. Sind wir zu underleveled für die Mission? Weil ich habe unfassbar viel Schaden gekriegt. Das sah ja schon fast unrealistisch aus. Unsere Beute ist im Inneren. Sie sind definitiv hinter Skorpion her. Wir dürfen sie nicht ins Schiff lassen. Öffne das Feuer. Tja, Lösung einfach nicht treffen lassen. Runter mit ihm! Ganz einfach. Ja, okay, da bringen die L1-Angriffe jetzt auch nicht viel. Scheiße, nein. Nein! Das sind aber auch zu viele. Ich krieg halt leider... Steht das bei den Missionen dabei, auf welchem Level man sein sollte? Kann ja nicht sein, dass es jetzt auf einmal so plötzlich ultra schwer wird. Ist aber schon ein bisschen gottlos. Im Prinzip tanke ich nur zwei Salven. Und ich kann halt in der Luft bzw. gegen fliegende Gegner auch meine L-Kräfte nicht nutzen. Die sind nicht hilfreich. Komm, gönn Heilung jetzt. Gönn Heilung. Okay, gut. Gut, 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 gut. Zum Glück war da jetzt auch kein fliegender Gegner in der Nähe. Siehst du die Typen? Sieht nach viel Geld und Technik aus. Jetzt sind wir wenigstens zu zweit und können am Boden wieder fighten. Okay. Ich glaube, damit haben wir das Schlimmste jetzt überstanden. Konzentrier dich, Spider-Man! Oh! Deine Anwesenheit ist unbedeutend, aber unbedeutend. Wer seid ihr eigentlich? Woher kommt ihr überhaupt? Eins muss man ihnen lassen. Sie wissen, was sie wollen. Wir sind viele und wir kämpfen vereint. Mehr Combo, mehr Combo, mehr Combo. Okay, weil dann hätte ich jetzt nämlich auch gleich wieder eine zweite Heilung für den Notfall. Mehr Köpfe nachwachsen? So läuft. Wir kriegen sie schon klein. Ich übernehme den Kleinen. Nein? Ich hoffe, du sprichst mit einem anderen Spider-Man. Denn ich bin einen Zentimeter größer als er. Mindestens. Ich glaube nur noch ein oder zwei. Schieß! Warum wussten wir nicht, dass sie nie verlegen? Was habe ich noch? Was habe ich noch? Das habe ich noch. Schalten wir diese Typen aus. Okay. Wer auch immer sie sind. Stabil. Stabil. Nein, es geht noch weiter. Schön einnetzen, dann könnt ihr nicht mehr viel machen. Genau. Wer schießt da schon wieder? Du bist das, komm her, du Arsch. Gut, 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 gut. Komm runter. Ey, das war nicht einfach für so früh im Spiel. Shit. Was jetzt? Nee, es gibt keine Anzeige für die Mission.
Du solltest aber deine Gesundheit upgraden. Wie mache ich das? Habe ich jetzt nicht im Skilltree gesehen. Ich dachte, das passiert automatisch per Level Up. Deswegen. Weil so ist es ja normalerweise immer. Das ist mitskaliert. Wir müssen das Schiff befreien. Titanic 2. Anzüge geben auch Power. Spider-Man, du musst nach oben! Sobald ich alle hier raus habe! Boah, das sieht geil aus. Alles klar da drin? Ich versuche rauszukommen und suche nach Zivilisten. Sieht nicht gut aus. Was ist da draußen passiert? Sind die Wachen in Sicherheit? Hallo? Kein Empfang. Du musst mich sputen. Dann habe ich vielleicht einfach den falschen Anzug an. Aber ich gehe da halt nach Optik. Es wird da draußen immer schlimmer. Das Wasser sieht gar nicht mal so gut aus, muss man sagen. Ist da jemand? Scorpion ist entkommen und hat mich hier eingesperrt. Scorpion ist frei? Das muss ich Spider-Man sagen. Ich hol sie raus! Ist immer so weird, wenn er sagt, das muss ich Spider-Man sagen, obwohl er ja selber auch Spider-Man ist. Ganz ruhig! Ich komm anders rein! Stromzugang. Klingt vielversprechend. Klingt gefährlich. Okay. Ich hoffe, Peter hat Scorpion im Blick. Die Typen wissen nicht, wen sie da rauslassen. Bin ich! Versprochen! Komm schon, Notsturm. Sei hier. Super. Elektrizität und dann Wasser. Weiß ich nicht. Die Spannung hier ist stark. Sogar ich kann sie spüren. Sie darf nicht zur Wache gelangen. So viel Strom würde ihn glatt frittieren. Ich dachte, du bist Lava-Kritiker und nicht Wasser-Kritiker. Da verdient man nicht so viel. Ich brauche noch einen Zweitjob. Auf keinen Fall das Wasser berühren, okay? Ich muss die Energie ableiten. Es sieht aber echt nicht gut aus. Sorry. Oh, Boss. Let's go. Komm her. Au. Aber ich hab dich gerettet. Ach, wirklich? Sein Schwanz ist OP. Komm, mach jetzt nicht schlapp. Nein! Dad! Was? Das ist nicht echt. Nee. Wir haben Scorpion im Blick. Kurzer Moment. Du solltest
über den Suit Tech Tab im Menü dann Gesundheit upgraden. Bin ich hier dann richtig? Ich sehe aber keine Möglichkeit dazu. Nee. Aber wo geht's denn dann? Es ist halt leider schon ein bisschen weird. Vor allem, warum wurde das nicht in einem Tutorial erklärt? Bei Fähigkeiten? Nee, da war ich ja gerade. Also ich glaube wirklich, dass es einfach mit den Leveln mitskaliert. Heißt, wir hätten halt mehr Verbrechen und so machen müssen. Du hast es noch nicht freigeschaltet. Was? Das schaltet man frei. The heck? Okay. Seltsam. So, warum sind wir jetzt plötzlich in Mario Wonder? Was soll das? Ohne Miles ist es so friedlich. Du bist jetzt Spider-Man. Also muss ich mich nicht mehr sagen. Erstmal im Menü am Chillen, während Miles mies auf dem Trip ist, ja. Der Arme. Wahrscheinlich hat er uns irgendwas injiziert, weil er uns doch verletzt hat mit seinem scheiß Schwanz. Oder? Die Animation sah gerade auch ultra wack aus. Richtig PS2. Nein, nicht so. Was zum? Das war wegen dem Skorpionsgift. So ein Arsch, ey. Oh. Kettenblitz. Was ist das? Meine Venomkraft. Ich kann sie kaum kontrollieren. Kein Problem, mach so weiter. Spider-Man, wir haben sie. Das hat mir sehr gefallen. Ich bin hinter ihnen her. Miles, kommst du mit ihnen zurecht? Ich kann auch zu dir kommen. Nein, ich pack das. Bleib da. Bist du sicher? Richtig stark. Familie. Nicht nach der Sache mit meinem Dad. Ich muss sie beschützen. Sie brauchen mich doch. Deiner Familie wird nichts passieren. Nichts. Du schaffst das. Bin bald wieder zurück. Ich schaff das. Los, das hast du trainiert. Lauf damit, du Schwanz. Ja.
richtig geile Moves hat er jetzt drauf, aber ich habe das Gefühl, dass das ihm dann auch selber irgendwie schaden wird. Auf Dauer. Ziel gesichtet! Der lebt noch? Ich habe einen ganzen Schrank, in dem sein Gesicht zertrümmert. Er kann es kaum kontrollieren, aber setzt es in einer Combo ein. War richtig clean. Also von nicht. Ich kann es nicht kontrollieren, habe ich auch nichts gesehen. Ich meine, look at that. Ist das nicht kontrollieren? I don't know. Nee, machst du nicht. Oh. Mascha. Bitteschön. Ja, aber die Kämpfe sind wirklich irgendwie besser, finde ich. Du kannst nicht entkommen. Ich bin doch nicht naiv. Ich brauche aber dringend mehr Gesundheit, Alter. Scheiße, Mann, aufpassen jetzt. Nein! Oh, come on. Ich brauche schnell irgendwie Combo. Power. Bevor. Ja, das ist gottlos mit so wenig KP. Gut, dann setze ich jetzt keine Finisher mehr ein. Ich muss es alles für Heilung sparen. Achso! Scheiße, jetzt habe ich aus Versehen. So dumm! Jetzt habe ich aus Versehen den Finisher eingesetzt. Ja, aber am Anfang kriegen wir das ja wohl noch irgendwie gebacken, oder? Lieber Kugelblitz benutzen. Keine Ahnung, wer ihr seid, aber das ist die falsche Stadt für euch. Du kannst nicht entkommen. Ich bin doch nicht naiv. Und das, aber damit hätte man halt treffen müssen. Okay, schnell die Fliegenden besiegen. Die machen richtig Ärger. Und natürlich die mit den Knarren. Okay, Heilung ist drin. Sehr gut. Ab ins Wasser mit euch. Oder so. Nein. Hol die da raus. Oh, cool. Ich glaube, dem seine Rakete ist bei ihm selber explodiert, weil ich ihn festgenetzt habe. Hä, was machst du denn? Du sollst dir den schnappen. Okay. Ja, hätte man nicht unbedingt sterben müssen hier. War ein bisschen lame von mir. Aber vorhin war es echt hart. Spider-Man! Jetzt ist es nicht mehr nur schlimm, sondern der East River brennt schlimm. Aber das ist doch jetzt die Mission aus dem Trailer. Halbe Uncharted 4. Fliege hinten, wohin?
Danke für 50 Monate, Tobias. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Zu langsam? Nein, nein, nein! Die Schiffsschraube! Weg hier! Ich stoppe sie! Ich bin da, Leute! Ich helfe euch! Was wollt ihr denn jetzt, Mann? Das ist ganz, ganz schlechtes Timing. Auch für euch eigentlich. Lasst mich in Frieden. Ernsthaft ich jetzt? Muss die Schraube stoppen. Solange die angreifen, kann ich die Schraube nicht einspinnen. Freie Schussbahn. Ich muss erst mit dem Maschinengewehr ausschalten. Sie bleibt bei mir. Yo, was war das denn? Ey! Die gehen schon wieder komplett ab. Aber ich krieg gerade auch keine Möglichkeit, darauf zu kommen. Warum? Dann muss ich ihn mir eben zu mir holen. Ja, das ist... Hier ist halt alles auf Kippe. Das ist ein Problem. Zu viele Gegner! Warum braucht man eine Moves jetzt so lange zum Aufladen? Ich bin die ganze Zeit mittellos gefühlt. Stell mich jetzt aber auch ein bisschen an, keine Ahnung. Ich werde leider wieder sterben, befürchte ich. Irgendwo ist noch einer. Wo? Alter, ultra knapp. Gönn Heilung, gönn. Komm her. Komm her. Nein, es reicht ganz knapp nicht. Oh. Scheiße. Nein, bitte jetzt kein Freak. Ich bin One-Hit-KO. Parieren habe ich mich nicht getraut, weil ich halt One-Hit-KO bin. Und es waren die meiste Zeit auch zu viele Gegner. Also halt, wenn von irgendwo einer kommt, bin ich weg. Deswegen lieber in Bewegung bleiben. Das wird, glaube ich, noch Konsequenzen haben. Die Rettungskräfte sind jetzt zumindest vor Ort. Die Polizei sucht noch, aber es gibt keine Spur von ihnen. Und flussaufwärts? Nichts als Trümmer! Wer sind die Typen? Auf jeden Fall haben sie eine Menge Technik im Gepäck. Ja, das haben sie. Und auch noch Scorpion und Lee. Hey, was auch immer sie vorhaben, wir finden sie und halten sie auf. Ja. Pete. Als ich Lee in dem Schiff gesehen habe. Meine Kräfte. Sie.
Glaubst du, seine Energie hat sich mit deiner verbunden? Ich weiß es nicht, Mann. Es ist instabil. Also, wo auch immer der Strom herkommt, er hat uns geholfen. Hey. Wir bringen Lee schon wieder zurück. Versprochen. Lass mich nicht hängen. Ich bin aber gerade schlecht drauf. Jetzt komm schon. Na los. Busch. Du bist echt eine Nummer. Halte durch, Miles. Okay, brutal nice. Wie viel EP gibt das? Gar keine? Das ist das Fähigkeitenmenü. Hier kannst du deine ausgerüsteten Fähigkeiten wechseln. Miles hat Kettenblitz und Venom-Schlag freigeschaltet, aber es kann immer nur eins von beidem auf einmal aktiv sein. Ach komm. Wirklich? Hm. Naja, gut. Was wollen die jetzt von mir? Achso, hier. Headblitz wollen wir haben. Oder soll ich auf Venom-Schlag wechseln? Ich glaube, ich muss sogar. 2000 EP. Mhm. Ich würde sagen, die letzten Minuten versuchen wir noch auf Krampf Verbrechen zu lösen, hey, damit Mann, wir die Schnellreise freischalten. Ich hatte mich schon an deine Mailbox gewöhnt. Hab dir einen Standort geschickt. Kommst du rüber? Hey, Onkel Aaron. Wie? Keine Zeit für deine Familie? Nein, ich wollte dir nur Zeit geben. Nach deiner Freilassung. Nicht nötig. Außerdem müssen wir einiges klären. Ach ja? Bis bald, Kleiner. Es ist 0 Uhr. Und bring's hinter dich, Miles. Dann finden wir raus, wer Lee und Scorpion entführt hat. Ich habe das Gefühl, die Person hat was Großes vor. Tatsächlich. Dann viel Spaß mit Spider-Man oder Mario Wonder oder beidem. Uh-oh. Ich will Explosion. Oh, so was habe ich. Spider-Man! Den Laden mach machen wir die schnell kalt. Das war mega nice. Holt ihr euch beide Games oder nur eins von beidem? Du willst mich verarschen, als ob der mich schon wieder fast umbringt. Ich brauche wirklich bald diese Fähigkeit, die Gesundheit zu erhöhen. Sonst bin ich am Arsch. Nein, müssen wir den wieder zum Krankenwagen bringen? In der Ecke steht ein Krankenwagen. Ich bring dich jetzt. Das sind jetzt schon meine Hassmissionen. Danke. Ich muss auf die Post warten morgen. Ah ja. Wobei es meistens ja früher geliefert wird eigentlich. Wobei gut, das kommt auch so ein bisschen drauf an, wo man wohnt, ne? Nur Wanda, hab keine PS5. Bin gleich da! Sonic Superstars ist halt auch released. Sehr belastender Monat. Ja, ja, absolut. Also, in diesem Monat fließt sehr viel Geld, auf jeden Fall. Ja, gut, aber so soll es halt auch sein. Wobei, ein bisschen mehr Abstand zwischen den Spielen hätte ich auch gefühlt. Aber klar, die sprechen sich halt nicht ab, ne? Bisschen schon, aber nicht immer und nicht jeder. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht unbedingt geplant war, 3 große Titel innerhalb von 3 Tagen zu releasen. Ich hoffe, es war nicht zu heftig. Viel Glück. Ich werde allen da sagen, was für ein guter Kerl du bist. Vielen Dank. Danke. Warum haben die eigentlich alle immer einen Kopfhörer auf? Wie viel fehlt jetzt noch? Schon einiges, ne? Damn. Hey, komm. Wer plant ein Verbrechen? Ich lade euch ein. Versucht es.
muss Wanda noch vom Mediamarkt abholen. Oh, da ist noch so eine Truhe. Das ist doch auch immer geschenkt. Hey Freunde, hier spricht Danica. Ihr hört den Danicast, den, haltet euch fest, am schnellsten wachsenden Podcast in New York. Zieh dich warm an, Jonah. Ich schnapp mir die Krone. Ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuhörer. Im Danicast bekommt ihr echte Meinungen zu echten News über echte Leute. Habt ihr von Dennis gehört, diesen Bahnmitarbeiter, der während des Batman-Angriffs ganz allein die U-Bahn am Laufen gehalten hat? Der Leitstand der Hauptstrecke hatte keinen Strom. Er musste sich per Handy über einen Hotspot einklinken, um das Netz in Betrieb zu halten. Dank ihm konnten tausende Menschen nach Queens und Brooklyn evakuiert werden. Dennis, wir beim Danicast ziehen den Hut vor dir. Hier war doch gerade irgendwo eins. Ich hab das Dreieck doch gesehen. Oder habe ich mich jetzt ein bisschen zu weit entfernt? Achso, ich kann auch so scannen. Komm schon, irgendwo müssen noch Verbrecher sein. Da vorne. Brandstiftung. Oh. Und ein Fotospot. Chillig. Gerade ein bisschen gedauert, bis er die gezogen hat. Er will ein Gebäude abfackeln. Müssen wir das Bild da vorne fotografieren, ja, oder? Da muss ich wahrscheinlich ein bisschen näher noch ran. Geht das Projekt noch weiter? Leider nein, weil ich halt keine Zeit habe dafür. Hä, was wollen die jetzt schon wieder fotografiert haben? Ich denke aber, es ist geschenkt, aber ist es irgendwie nicht. Was? Verdammt! Ja, dann machen wir lieber den Raub oder was das da ist. Je länger ihr da drin bleibt, desto schmerzhafter wird es. Nee, ist die Bahnstiftung. Junge, also es ist nicht normal, wie viel Schaden ich fresse. Spinnst du mich auch ein? Versuch nur. Warum sind es immer so viele, die diese Verbrechen verüben, Mann? Mein Ende ist das Feuer! Okay, Glück gehabt, Heilung ist da. Werden wir noch Venom sehen? Leider nein. Also einer hat ja auch im Chat geschrieben, er hat das Spiel 5 Stunden gespielt und bei ihm war ja auch noch nicht. Also der kommt wohl eher in der Mitte. Ich muss noch ein paar Feuer löschen. Ach, ist das auch noch? Wie denn, Mann? Ich glaube, meine Netze sind feuerfest. Ja, also doch. Geh mal darauf, Bro. Okay. Spider-Man, Hilfe! Das ist normal in dem unglaublich Schwierigkeitsmodus. Aber das ist doch sogar der Voreingestellte. Um die Ecke steht ein Krankenwagen. Ich bring dich hin. Du bist ein Lebensretter, danke! Ist das dann echt normal? Oha. Bin gleich da. Okay. Ja gut, an sich ist es auch der dritte von 4 Schwierigkeitsgraden, aber warum zum Teufel ist der dann voreingestellt? Na bitte. Jetzt wird alles gut. Du bist super, Spider-Man. Ich danke dir. Was war denn mit denen los? Hören die zu irgendeinem Kult? Ich sag lieber Piet Bescheid.
Bei dem goldenen Abzeichen bekommen wir es, oder? Oder doch erst später? Weil irgendwie geht es jetzt leider doch nicht so voran. Ach Mann, schade. Wir haben halt jetzt auch schon die 3 Stunden, weißt du? Weiß denn jemand, was man hier fotografieren muss? Das habe ich leider nicht rausgefunden. Also es muss doch das Bild sein. Verbrechen auf Tankwagen. Es muss dieses Bild sein. Gibt man da nicht noch irgendwelche näheren Infos? Nein. Das Foto-Icon zeigt auf dieses... auf diesen Behälter. Was zur Hölle macht ihr da? Dann muss ich vielleicht diese Party hier fotografieren, weil die so unglaublich weird ist. Ja. Perfekt für Robbie. Okay, also merken, scannen hilft und dann wird es eigentlich angezeigt. Als wir noch im alten Bugle-Büro waren, haben wir uns dort versteckt, wenn Jonah kurz vorm Ausflippen war. An der Bar habe ich viele Aufträge fertiggestellt. Und Grasshopper vernichtet. Du wechselst halt auch immer die Stadtteile. Oh damn, habe ich irgendwo eine Übersicht? Wo ich am nächsten dran bin? Hier, und wir müssen auch ganz kurz klären. Schalte ich das bei dem Gebäudezeichen frei oder bei dem goldenen? Weil ich dachte eigentlich bei dem goldenen. Oder ist das nicht korrekt? Sieht aber eher so aus, als wenn es das mit den Gebäuden wäre, oder? Ich befürchte die Gebäude. Gebäude. Ja, dann RIP. Dann gibt's leider keine Hoffnung, sorry. Das schaffen wir nicht. Ach Mann. Ein neuer Tag. Eine neue Katastrophe. Und raten Sie, wer daran schuld ist. Bei einem Routine-Gefangenentransport mischen sich die Spider-Man in eine Situation ein, die längst von den zuständigen Personen geklärt war. Und sie haben es komplett versaut. So konnte eine neue Söldnergruppe ihren ersten Auftritt hinlegen und die Superschurken Scorpion und Mr. Negative entführen. Bisher wissen wir eigentlich nur, dass dieses neue Kollektiv eine Schwäche für Tierkostüme hat. Aber eins ist klar. Die Spider-Man haben absolut nichts getan, um sie aufzuhalten. Hätten die Gesetzeshüter ihre Arbeit machen können, wären die Kriminellen jetzt nicht auf der... Wie sieht's aus? Ja, ich denke auf jeden Fall auch Gebäude. Das eine haben wir jetzt. Was bringt das überhaupt? Ah, der Bodega-Beef. Anfangs war es nur ein Streit, David gegen Goliath. Aber dann erfuhr Theo, dass das Maskottchen von der Bodega seinem eigenen ungewöhnlich ähnlich sah. Offenbar, um an seinem Erfolg teilzuhaben. Theo ist ausgeflippt. Da kriegt man dann noch seltene Technikteile. Okay. Dann... ist das so zu akzeptieren, befürchte ich. Ja. Ich weiß gerade nicht, was das Spiel so für eine Lauflänge hat, aber es scheint auf jeden Fall umfangreicher als die ersten beiden Teile zu sein. Man merkt, wie die Story aufgebaut ist, man lässt sich mehr Zeit. Hier die ganzen Missionen werden auch erst nach und nach freigeschalten. Die Schnellreise vor allem. Ja, ein wahrer Nachfolger. Vielleicht ein bisschen zu langsam alles für so einen Stream, aber gut, du kannst nicht
Du kannst halt nicht die Highlights in 3 Stunden erwarten, ne? Ist klar. Aber gerade der Beginn war schon heftig. Und wie ich jetzt häufiger gesagt habe, ich finde das Kampfsystem besser als in den anderen beiden Teilen. Ich kann aber leider nicht erklären, warum. Irgendwie finde ich es intuitiver. Wobei, ich finde die Kampfmoves tatsächlich noch cooler. Gerade das, was mit den Spinnen gemacht wird. Sehr rund, sehr gutes Spiel. Top. Danke Insomniac Games, danke PlayStation. Kann man auf jeden Fall seinen Spaß mit haben. Und auch danke an Razer für die coolen Produkte. Ihr findet die Links zum Controller, zum Headset oder zu den In-Ears ganz oben in der Videobeschreibung. Ich hau's aber auch nochmal in einen Kommentar. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei Spider-Man, Mario Wonder oder auch beim Schlafen. Story 18 Stunden lese ich hier gerade. Boah, das ist ja gefühlt doppelt so lang wie die Vorgänger. Läuft. Danke fürs Reinschauen, fürs Liken und auch fürs Warten am Anfang. Bis morgen und ciao.